im YouTube-Zeichen für mich in Babylon's Fall mit dem guten Serium zusammen. Schauen wir mal, was Square Enix und Platinum uns hier kredenzt hat. Bin ja gespannt. Hauptmenü ist schon mal cool. Musik ist auch gut. Hm? Musik ist auch gut. Oh. Ah ne, das ging schnell. Er wollte immer aktualisieren. Okay. Ja, aber das war von 0 auf 100 sofort. Ah. Okay, dann ich wechsle mal kurz die Szene. Ja, mach mal. Ich hab's ihm gesagt. Ah. Weißt du, ich dachte, ich bin echt gut vorbereitet auf alles heute. Dann habe ich ausgerechnet das vergessen. Aber gut, das geht ja relativ schnell zum Glück. Also ich habe jetzt einen Black Screen. Mach kurz nochmal los rein. Und hat ein Tutorial, sagst du, na, okay. Also erstmal frage ich mich, warum gerade nichts passiert bei mir. Das ist, ich habe jetzt einen Cursor. Zumindest sehe ich ihn links. Ah, in der Ecke. Okay. Jesu, danke dir, Mann. Okay. Also ich weiß nicht, ob die Server gerade etwas überlastet sind oder mein Internet gerade ein bisschen stirbt. Mhm. Ah, okay. Hoffe nicht. Jetzt ich bin ich drin. Ich habe gestern zum Beispiel einen Totalausfall gehabt. Ja, ich auch. Ich auch. Ach so, ja. 15 Minuten mitten im Stream einfach erstmal Internet weg. Ich saß da und dachte mir, ich will eigentlich weiterspielen. Komplett aus dem Spiel rausgeflogen. War gestern Nacht nicht so lustig. Also heute Morgen eigentlich. War nicht so lustig. Eieiei. Fühle ich. Ich war mitten im Boss-Try und dann dachte ich mir, okay, ich war jetzt 8-9 Stunden unterwegs. Ich so, okay, dann werde ich jetzt gezwungen und gehe einfach essen. Okay. Und weinen und schlafen. Ja, das fühle ich auf jeden Fall. Dieses Internet, nimmt man es uns weg, können wir schon nicht mehr spielen. Menno. So, ich könnte mir jetzt einen neuen Wächter auswählen. Da warte ich mal auf den Serium, dass wir uns so ein bisschen abstimmen, dass wir beide vielleicht was Unterschiedliches spielen, je nachdem, wer halt was spielen will. Ich lese mir das einmal durch. Ich lese es jetzt mal nicht vor, dann kann nämlich Serium ein bisschen quatschen. Ich lese mal einfach mal, ich bin jetzt still. Erzähl ruhig, weil ich gerade das Passwort rausgesucht habe und gerade eingib. Okay, also wir haben hier drei Klassen. Der eine heißt Hoosier, Agavia und Galileon. Oh, da sehe ich mich schon. Galileon. Okay, Galileon Figueroa. Okay, ein bisschen Lore. Verschiedene Fraktionen beherrschen verschiedene Fähigkeiten. Lies alle Beschreibungen genau, bevor du dich entscheidest. Okay, Rüstung ein- und ausblenden. Da kann man ihn anscheinend dann auch nackig machen. Alles klar. Und die Beschreibung kann ich irgendwo... Wo kann ich die Beschreibung denn hier weitermachen? Weil ich sehe ja noch nicht mal genau, was er macht. Ein Meister mit Umgang mit Giften haben galileische Wächter eine Neigung zu Taktiken, Feinde in Kräften und somit Angriffe anfällig zu machen. Das klingt schon mal eher, als ob ich das sein will. Plan B mit Gift ist immer schon mal ein guter Plan. Und da kann man dann tatsächlich anscheinend erstmal nur dann den Charakter machen. Also dementsprechend, ich sehe noch nicht, was sie wirklich können. Der zweite für Heldenmut verwehrt bilden agavische Wächter auf die Vorhaut während einer Offensive, um die Aufmerksamkeit ihrer Feinde von ihren Verbündeten abzulenken. Warte mal, ich mach mal die Kamera ein bisschen runter, die hängt hier nämlich gerade so ein bisschen noch im Bild. Ja, ich mach mal ganz kurz aus, weil dann seht ihr hier vielleicht auch ein bisschen mehr von dem Text halt. Das bringt halt ja nichts. Also der klingt eher so ein bisschen tanky. Gleich am Larsen flink wie aggressiv, haben hysische, mein, was für Wörter, einen Hang dazu, sich mit furchteinflößender Geschwindigkeit in den Kampf. Also das klingt nach Damage-Dealer. Tank und der halt eher so ein bisschen irgendwie so ein jetzt bisschen Taktik. Also ich würde tatsächlich tendenziell vielleicht hier zu dem letzten tendieren, zu Galileo. Weiß nicht, ob das auch so dein Ding wäre. Was kann der denn? Ich habe jetzt ja, guck in Ruhe erstmal drüber. Giften, okay. Gifte, Taktik, Angriff. Ich würde am liebsten einen Fernkämpfer mal ausnahmsweise spielen. Der erste sieht doch so ein bisschen danach aus. Ich kann nicht sagen, genau, wovon du dich entscheidest. Flink, aggressiv, Geschwindigkeit. Ich nehme diesen Hoosier. Okay, dann nehme ich hier den Galileon. Dann baue ich mir den mal fix zusammen. Ich mache mal wieder einen weiblichen Char. Interessant frage ich jetzt mal.
Ich meine, du siehst es jetzt auch vor dir und hast ja wahrscheinlich auch dein Stream-Preview offen. Mhm. Ich glaube, der Effekt, was das Spiel erzeugen will, der kommt im Stream überhaupt nicht rüber. Weil das Ganze ist ja so ein bisschen, ich würde sagen, gezeichneter Aquarellstil. So würde ich das beschreiben. Also es ist jetzt halt ein ganz eigener Stil. Das erkennst du ja schon jetzt so an der Figur. Ich glaube, der kommt im Stream halt überhaupt nicht rüber. Also mein Preview-Fenster ist halt relativ klein auf dem Drittbildschirm, den ich nach oben, also ich habe den längs stehen. Müsste man, weiß ich nicht. Was sagt der Chat dazu? Seht ihr so die Puppe ein bisschen aquarellmäßig, also das Männchen? Oder eher nicht so? Weil ich finde halt den Effekt eigentlich ziemlich nice, aber ich denke, ja, das kommt gar nicht so im Stream halt richtig an. Aber Chat kann gerne was dazu sagen, ne? Also beantwortet ruhig auch die Frage von Serium. So ist nicht. Gibt's hier auch Bärte? Wow. Das ist schon mal das Wichtigste. Nee, ich mach eine Frau. Die braucht kein Bart. Ach, ist auch gut. Dina Doom, okay. Anscheinend kommst du. Achso, kann man sich die anhören? Stimme abspielen. Oh, ich glaube, ich kann leider kein Bart machen. Kein Bart? Das ist ja der Hutpirat ohne Bart. Was ist da los? Muss auch mal sein, ne? Direkt 10 Jahre jünger. Also. Das stimmt. Werden wir direkt wieder im Tabakladen nach dem Ausweis gefragt oder so. Lol. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich irgendwann mal alt bin und so was wie eine Midlife-Crisis habe, dann rasiere ich mir den Bart. Ja, wahrscheinlich, dann, genau. Dann passt das so, ne? Also. Augenfarbe würde ich noch gerne blau machen. Lidschattenfarbe ist okay. Wie gesagt, ich will es jetzt hier nicht zu lange machen. Nur die Frisur würde ich vielleicht noch gerne ändern. Bodypaint, Gesichtstyp, Hautfarbe, Augenfarbe, Lidschatten, Wangenfarbe, Lippenfarbe. Hast du gesehen, wo man die Haare ändern kann? Also die Frisur? Ja, im letzten Teil. Ah, im letzten. Okay, da bin ich noch nicht. Körperbemalung und Le Frisur. Ah ja, da sehen wir doch Frisur. Kommt nur ein bisschen rüber, sagt bei mir der Netfish. Okay. Ich hätte gerne wieder Frau mit Schwanz. Wobei ich jetzt hier keine Frau mit Schwanz halt sehe. Oh, ich glaube, ich habe zu früh bestätigen geklickt. Ich kriege gerade so eine Art Intro. Okay, dann bin ich mal still. Ich müde mich einfach mal kurz, ja? Bis gleich. Jo. Obwohl, so eine Mähne sieht eigentlich auch ganz nice aus. Oder kurzer. On deck now.
Pressure made off. Don't let me down. You hear? Come on. So glad you could join us on this occasion. Does the savior of Neo-Babylon stand among us? Let's find out. Without further ado. Let's see how many of you make it back this time. The Gideon coffins, if you please! Okay. Und wir überleben das wahrscheinlich als Einziger. Natürlich. Natürlich. Der Rest ist hin. Ja, okay, wir sind nicht der Einzige. Three souls have returned to us from the cruel depths of Tartarus. Praises to Jupiter! Make way for our new sentinels! Na, müssen wir mal schauen, ob Siri auch überlebt hat. Lol. Kamerasteuerung. Kamera anpassen, linker, rechter Stick. Kamera anpassen, hoch und runter. Nö, wir lassen das mal so. Kameraeinstellung bestätigen. Ja. Das passt soweit. Bewegen. Erstmal kann ich noch nichts machen. Also mich tatsächlich nur bewegen. Ich laufe mal den Bubbles hinterher. Ich finde das interessant. Der Grafikstil ist auf jeden Fall wild. Who the hell is that? I'm hearing laughing, but I can't see anybody. Show yourself. Wobei ich habe drei Bögen. Ich habe ein Schwert und Bögen. Also vielleicht bin ich der Ranger. Habe ich auch gedacht, Fabio. You can hear me thanks to those Gideon coffins on your back. That voice. You're the old bastard with the mask from before. Maybe so. But don't trouble yourself over that. You lot have a ziggurat to get to. And step on it. We don't want to keep the people of Babylon waiting for a closer look at their new heroes. Heroes? Cut this shit. Who the hell do you think you are, ordering us around like? Quiet! Have you not noticed all the soldiers behind us? Resisting here would be suicide, plain and simple. You two, we better get going. Ja, also der Stil, muss ich auch dran denken, Fabius, ist auf jeden Fall ein Stil, der an so ein bisschen Valheim-esque erinnert, muss ich sagen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, alleine mit den Waffen, wie sie halt eben bei auch Nier Automata auf dem Rücken so ein bisschen schweben, klar, hier ein bisschen anders, aber er erinnert mich halt so ein bisschen tatsächlich an Nier. Aha.
Tutorial, Grundangriffe. Leichte Angriffe mit Viereck, flinke Angriffe, die wenig Schaden verursachen und leicht zu lange Kombos verkettet werden können. Schwerer Angriff, Dreieck, langsame Angriffe mit hohem Schaden, die nur kurze Kombos machen. Was? Die nur kurze Kombos machen, sie mit hoher Kraft wieder wett. Achso, die nur kurzen Kombos, so rum. Okay. Achso, das ist dann auch der Bogen. Alles klar, schwerer Angriff, da habe ich einen Bogen. Alles klar, verstehe ich. Jetzt muss nur noch Kreis ausweichen sein und ich bin glücklich. Genau, Pixel ist halt so ein gemalter Style, ganz genau. Feluria sei auch gegrüßt. Guten Abend. Und habe ich gelesen, 19 Players, das ist natürlich super ärgerlich, wenn halt quasi das Internet halt so lange weg ist. Wie bei mir war es gestern halt nur eine Viertelstunde. Ich habe mich auch jetzt gemutet für Serium, dass wir erstmal noch ein bisschen hier gucken und quatschen können. Ah! R1 ist ausweichen, alles klar. Das war schon falsch. So schnell konnte ich gar nicht lesen. L1 ist anvisieren. Kapitel 1. Oh Gott, erstmal dran gewöhnen, dass er hier ausweichen ist. Das Schwert von Babylon. Kritischer Schlag. Feuerfrei. Das ist okay. Die Trophys plöppen wie auf Phoenix. Platin Run. Oder so. Abschlusszeit. Insgesamt 6900 Punkte. Silberrang. Okay, also hier kann man aber wahrscheinlich mit Kombos wieder irgendwas perfektionieren. Ah, mit Air Dashen geht auch. Okay. Und der Zeres sei auch gegrüßt. Guten Abend und Dankeschön für 11 Monate, mein Lieber. Und den damit verbundenen Support. Dankeschön. Schon mehr Trophies als in Elden Ring. Das ist true story. No cap. Der Kompass. Dein Kompass zeigt dir den Ort deines derzeitigen Zieles an. Folge der Anzeige, um dein Ziel anzukommen. Okay. Hab keine Ahnung, wofür das ist. Kann man das da oben anvisieren? Ah, das sind irgendwelche Bubbles. Mein Ziel ist irgendwie ein paar hundert Metern unter mir. Ich drücke mal ein paar Knöpfe. Es gibt Gesten über das Touchpad, die man dann anscheinend auswählen kann. Wir können auch erstmal winken. Na, okay. Das sind Gesten. Dann haben wir ein Options-Menü. Gucken wir mal rein. Sprache. Kann man auf Japanisch spielen? Wer es auf Japanisch spielen will, das habe ich vorher schon auf Englisch eingestellt, weil ihr erkennt meine Einstellung zu japanischem Audio. Ist aber machbar. Ansonsten, glaube ich, gab es nicht wirklich viel. Keine verschiedenen Anzeigemodi oder so. HDR-Modus ist am Start, also für alle, die das eventuell interessiert. Ich weiß nicht, ob die Steuerung, ich glaube, man könnte sie vielleicht dann auch noch umändern. Maybe. Das war jetzt dumm. So. Ja, kann man. Also dementsprechend, wenn einem irgendwelche Knöpfe nicht gefallen, könnte man die natürlich auch umändern. Also wie zum Beispiel Kreis ausweichen, dies, das. Kann man machen. Kann man machen. Das ist ein Spiel, was du solo spielen kannst und mit bis zu 3 Freunden, Zeres. Also es hat halt eben Multiplayer-Komponente und deswegen wollte ich es halt mit Serium mal testen. Wie das jetzt natürlich ausgelegt ist oder wofür es gebalanced ist, das kann ich nicht sagen. Das werden wir jetzt gleich dann halt erstmal dann ein bisschen sehen. Es gibt halt 3 verschiedene Klassen. Und ob man natürlich diese Klassen alle in einer Gruppe halt braucht oder die stacken soll, das weiß ich natürlich alles noch nicht. Wie gesagt, gibt es halt für die PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC. Und für noch nähere Infos... Schaut gerne mal vorbei, Ausrufezeichen Babylon, da ist ein Command, da könnt ihr dann auf den Link klicken. Das ist auch der Form der Unterstützung, weil da zeigt, dass ihr halt Interesse an dem Spiel habt, da ein paar mehr Informationen halt zu bekommen. Klickt gerne mal drauf, da ist auch nochmal alles zum Spiel halt auf der Seite von Square Enix halt beschrieben. Müsst ihr auch nicht kaufen, wenn ihr natürlich dann auch kaufen wollt, klar gerne, wenn nicht, aber auch nicht schlimm. Weil erstmal gucken halt, ne, bevor man halt den Lachs halt kauft. Nice. Rangstein. Okay. Xbox leider nein. Xbox leider nicht. Das habe ich nicht gespielt, Pixel. Da kann ich leider nichts zu sagen.
Das kann ich leider nicht beantworten. Richtung Ziel. Oh, wir haben sogar so einen Grappling Hook. Nice. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mir hat niemand gesagt, dass hier Fallen drin sind. Ist ja schon wieder so ein Gauntlet-Ding. Ah, Boss. Oder Gegnerzeit. Also mal ganz kurz gucken, was ich hiermit machen kann. Also Bogen ist halt schon, vielleicht schon mal nicht meins. Das wäre vielleicht eher was für Serium. Aber das kann man ja unten links die Tasten halt, die Waffen dann halt zuweisen. Mal gucken. Ich glaube, ich bin da eher der Melee-Waffenmensch und nicht so der Range-Waffenmensch. Ja, wie gesagt, PS4 gibt's ja auch, ne? Ist ja nicht PS5 exklusiv. Ups. Was sammle ich hier eigentlich ein? Seelen? Oder ist das quasi die Tutorial-Spur? Weil ich sehe keine Ressource, die hier angezeigt wird irgendwie. Ach du Scheiße. Achso, okay. Ja, einfach nur ein paar Gegner. Galu-Kristalle. Scharfkantige Kristalle, die vom Himmel gefallen sind. Greife sie an mit der, mit deinem Gideon-Fortsatz und schleudere sie wie einen menschlichen Katapult auf deine Gegner. Drücke nahe einem Gideon-Kristall, um ihn zu greifen. Drücke L2, um den zu werfen. Okay, funktioniert gut. Nimm mal einen mit. Das erinnert mich... Das ist halt so Platinum alles, ey. Das ist halt wieder so Platinum. Ist ein ganz normales Vollpreisspiel, JPS. Sag ich, grüß, moin. Look out, above you. What? Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen den Smelter in die Schlacht. Musik ist wieder gut. Die Musik ist schon wieder nice. Und das macht auf jeden Fall schon mal Schaden. Ja, ich glaube, das ist halt nochmal das Tutorial. Hat der irgendwo Weak Spots? Frag mich, was passiert, wenn ich nicht mehr genug Kristalle habe. Oh, ich hab geworfen. Bullet Time. Was passiert jetzt? Ich gehe davon aus, Pixel danach sofort. Da kommt was. Neo kommt. Ankündigung vom neuen Matrix-Teil. Nee, doch nicht. Jennifer. This is not your time. Your soul is yet unhoused.
Sentinel, bear your fangs in gracious wrath. Okay, was haben wir bekommen? Spektralangriffe, kraftvolle Angriffe, die Mana-Punkte verbrauchen. Da Spektralangriffe durch deine Gideon-Armee entfesselt werden, können sie ungeachtet dessen, was du gerade mit deinem Körper machst, benutzt werden. Drücke L2, um mit deinem linken und R2 mit deinem rechten Gideon anzugreifen. Also, jetzt kann ich das hier nicht mehr mitnehmen, weil Tutorial-Zeit. Okay, verstehe. Okay, dann schieße ich quasi jetzt, weil ich hier einen Bogen drauf habe, auch mit dem Bogen halt. Sieht man hier so unten links ja die Tastaturbelegung. Und Mana kriege ich wieder durchs Mini draufhauen. Also ist das quasi so ein Rhythmus zwischen Fernkampf und ich kann die Taste auch. Nee, ich kann sie aufladen anscheinend. Okay, verstehe. So, jetzt habe ich keine Kristalle mehr. Au. Und down. Nice. Gibt auch mal eben 13.000 Punkte. Rein Platin. Da, zack, Platin gemacht. Easy. Wenn das mal überall so einfach wäre mit diesem Platin. Und Sascha ist eigentlich grüß moin. Bremst. Now how the hell did you work out how to do that on your own? It looks as if your initiation ceremony attracted some unwanted guests, Isham. Oh, Lady Sophia. Kairos, tend to the wounded. This one took down the Gigant, then. Right you are. Used a Dynamis to do it, too. Oh, most interesting. Lady Sophia, there's no signs of any other Galu in the area. Good. Let the machinists know we've got some new galley remains for them to study. Oh, these old ears must deceive me. Here I thought the Emperor forbade galley research. Know your enemy. There are rules, and then there's common sense. Same Sophia as ever. Saturnus Gate! Open! We've got sentinels coming through. Ah, der Turm. The great ziggurat of Babylonia once towered over the ancient world. Casting its shadow across the vast empire as it reached towards the heavens. Babylonia has rested, in memory, for 1,000 years. Through its military might, the Domitian Empire now claims its ancient capital of Babylon, proclaiming themselves the second coming of the old empire. The Domitinians scour the ziggurat ruins for relics of lost Babylonia. But the ruins are jealously guarded by the ineffable Galu, fearsome monsters that attack without mercy those who would disturb the once great ziggurat. Thus began the war between the Empire and the Galu,
that rages around the Ziggurat of Babylon to this day. Boah, die Musik ist richtig gut. Wächter Novize mit 343 Reisedistanz. Okay. Keine Gegenstände erhalten. Keine Münzen, keine Dingens. Eine Woche später. Hauptquartier der Wächterstreitkräfte. Any luck at the dock, Sylvie? None, I'm afraid. Not even the rats can crawl aboard under so much security. I'm told it's a fool's errand anyway. Word has it, these coffins will fill us with poison the moment we desert. Ah, those goddamn Imperial rats. And what of the Satanas Gate? No good. We might have known as much. It's been a week now. 7 days with nought to do but imagine we were anywhere but here. Oh, what a sorry bunch of cage birds we are. And here comes the one with the keys. Crazy Nackman, sag ich bis morgen. If you've got time and energy enough to skulk around, then I've got a job to keep you busy. Gallo have been sighted in the civic cloister. Find them and dispose of them at once. So no backup from the brave Imperial Knights? What? You're afraid your armor will get dirty if you fight your own battles for once, huh? Insolent cur! We knights don't suffer insult lightly. Stand down, Kairos. Gallo are left to the Sentinels, by Imperial decree. Top bloody look. I'm not putting my ass on the line like that again. Oh. Here I'd thought you lot were smart. For barbarians. Serves me right. Und Pixel ist auch gut. Moin. I trust I've made my point. Now go. You'll want to speak with Isham in his workshop first. Then it's Gallo hunting time. I've got high hopes for you. Especially you, my valiant giant slayer. Yuki, sei gegrüßt, moin. Aha, tägliche Login-Belohnung. Heutige Belohnung, 1000 Muscheln. Login-Boni werden deinem Inventar automatisch hinzugefügt. Gegenstände, die keinen Platz haben, werden stattdessen an deinen Posteingang gesendet. Wenn dein Posteingang voll ist, werden die ältesten, nicht in Anspruch genommenen Gegenstände der Reihe nach gelöscht, um Platz zu schaffen. Okay. Aha, hier sind anscheinend dann vielleicht schon Spieler. I don't know. Was? Belohnung annehmen. Was habe ich denn mehr angenommen? Der Gratispass, der Goldpass. Kampfpass. Die ewige Ziggurat. Season 1. Noch 89 Tage. Okay, also Battle Pass ist auch drin. Und hier kann man anscheinend irgendwie 1000 Level machen. Mit 1000 Sachen. Wie viele Level gibt's denn? Okay.
später. Ich soll erstmal irgendwo hingehen. Ziel. Aha. Könnte ich denn jetzt hier schon... Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier auch ein Menü. Da haben wir auf jeden Fall erstmal die Bögen. Die will ich ja auf jeden Fall sehr schnell ersetzen, weil ich kein Bogenmann bin. Es gibt halt Rüstung, Kopf, Brüste, Handschuhe und Beine und Accessoires. Wobei die noch nicht freigeschaltet sind. Die kommen wahrscheinlich noch. Und der Sarg ist das, was wir wahrscheinlich hier hinten auf dem Rücken tragen. Unten gibt es irgendwie drei Resistenzen. Feuer, Frost und Elektro. Wir haben anscheinend Mana, Rüstung, Leben und das andere weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Gegenstände, Reliquien, Ausrüstung und sonstiges. Da haben wir natürlich noch nichts gesammelt. Außer das, was ich jetzt gerade hatte. Fortschritt, Errungenschaften, Kampfpass, Aufträge und Missionen. Community, was war da oben noch? Warte mal, Community... und System verbindet. Nutzerprofil, Kommunikation, Spieler im Hauptquartier, Freundesliste, Matchmaking-Verlauf, blockierte Hauptquartier-Code eingeben, privates Hauptquartier erstellen. Oben haben wir einen Code anscheinend schon stehen. Ist die Frage, ob wir dann uns irgendwann dann auch gleich sehen. Also der Serium und ich. Müssen wir erstmal gucken. Ich soll aber erstmal zum Ziel gehen. Das erinnert mich jetzt wiederum gerade ein bisschen an Monster Hunter, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt gerade so fühlt, aber tatsächlich so ein bisschen Hub-basierend, wo dann auch Spieler drin sind, wo du halt eben Sachen machen kannst mit Schmieden und Gedöns. Das erinnert mich ein bisschen an Monster Hunter. Kann man jetzt hier mit jedem eigentlich quatschen? Ah ja. Du bist noch nicht hier aus der Gegend, oder mein Freund? Ich auch nicht. Safardo, der bescheidene reisende Händler zu Diensten. Textilien sind mein Geschäft. Wir Wanderer müssen zusammenhalten, oder? Sag mir, auf all deinen Reisen hast du je etwas gesehen, das so ungeheuerlich hoch wie der Turm von Babylon ist? Im alten Veseto, wo ich geboren wurde, haben wir unsere Türme ganz schön hochgebaut, doch keine hoch genug, um mich darauf vorzubereiten. Aber Größe ist nicht alles, nicht wahr, mein Freund? Nee, es kommt eben auch auf die Technik drauf an. Die Technik ist immer entscheidend. Man könnte sich den Hals verrenken bei dem Versuch, die Spitze zu sehen. Aber ihr Wächter, ihr habt vor, ihn tatsächlich zu erklimmen, ja? Na, das ist eine Reise, die ich nicht antreten würde. Gute Reise. Wanderkollege. Okay, also das ist quasi Chit-Chat. Verstehe ich. Ich gehe mal zum Ziel und guck mal. Ne, so ein bisschen Pixel, so ein bisschen. Achso, ich muss rücken. Muss ich? Ah, ja. Sorry, it's only old Isham. Surprised you, did I? Ah, das werden wir uns auch angucken, Yugi. Das werden wir uns auch angucken. Ich mag halt solche Melee-basierten Kampfspiele. Genau mein Ding halt. Okay, das ist das Ding, was wir halt auf dem Rücken verpflanzt haben. Ich glaube, die haben es gerade Coffin genannt. Also eigentlich übersetzt Sarg, ne? There's a few things you need to know about your Gideon Coffin's dynamis abilities. Also Gideon Särge, okay, genau. Dynamis Fähigkeiten. Durch die geisterhaften Verbindungen, die aus deinem Gideon Sarg kommen, kannst du mit deiner Umwelt interagieren. Dies ermöglicht den Einsatz verschiedener Dynamis Fähigkeiten. Zunächst kannst du dich mit deinem Gideon Fortsatz dadurch zu entfernten Punkten auf der Karte schwingen oder Objekte auf Gegner schleudern und großen Schaden anrichten. Hast du die Fähigkeiten zum Verbessern deines Sages freigeschaltet, stehen dir weitere mächtige Dynamis-Fähigkeiten zur Verfügung. There are other dynamis abilities too, but as you can imagine, the Gallo aren't going to wait for me to finish my lecture. We'll pick up where we left off later. Assuming you make it back from your first official mission, that is. Und einmal sei gegrüßt, moin. Ja, Elden Ring ist auch genau mein Ding, Yuki. Ja, ich mag halt solche Spiele. My ass. The less I hear about Dynamis, the better. We can't all be berserkers like you. Something tells me we're in for trouble.
You're right about that. It's not every day you go from a man to a monster. By the way, did you see that masked guy upstairs? Tatsächlich, die haben alle Dialekt, ne? Also, es ist zwar ein anderer Dialekt als bei Xenoblades. Das ist... Was ist das für ein Dialekt? Ist das so britisch Glasgow oder so? Keine Ahnung. You saying he used to be a sentinel? Oh, und ich muss nicht X drücken, geht raus, so weiter. I'm sure he's got some stories to tell. Yeah, if he hasn't told them all to the puppet. So, nicht angenommene Gegenstände in meinem Postfach. Wo ist denn mein Postfach? Alle Belohnungen annehmen. Keine Belohnung erhältlich. Okay, mein Postfach ist dann wahrscheinlich woanders. Wo ich jetzt noch nicht mal weiß, wo mein Postfach ist. Wer ihr Postkasten seht, sagt mal Bescheid. So, und die Quest ist... Weiß ich nicht wo. Da. Ziel. Aha. Werden wir wahrscheinlich erstmal jetzt hier rumgeführt. Sind wir auch noch dabei, Yuki? Im Moment spiele ich super viel. Und VIP Alex, sag ich bis moin. Should you need anything? Anything at all? Don't hesitate to ask. I wonder if these maggots can even use what you've got. That's quite enough, Galatea. A precious few customers as it is. Yeah, We'd like to ask you something, if that's okay. Of course. What might that be? Are you the one that's making that ting move? He's even duller than he looks! What you say? My apologies. Shh! It's all right, Lady Galatea. As you might have guessed, I too was once a sentinel. During an operation, I sustained a nearly fatal wound. In order to keep me alive, Master Isham performed an amazing medical feat. In other words, I'm doing all the work for this scarecrow's missing parts. But you are the one making Galatea talk, aren't you? I'll admit, the tone of voice is different, but... Well, you see, that's a bit difficult to explain. Let's just say that it's true, but also not true. Schrödinger's Wahrheit. Ah, I know. When you sleep, your body sometimes twitches, does it not? In the same way, I'm speaking, but not necessarily in control. Sounds like a lot of ox shit to me. Just an excuse for you to get away with having a loud mouth. I assure you, it's not a lie. Go easy on him, Galaga. You just going to let him call you a maggot? We're prisoners. Does it really matter if we're maggots or monsters?
Thank you, Pygmalion. And Lady Galatea, is it? I'm Sylvie. I'm sure we'll be seeing a lot more of each other. I'm Galaga, Lion of Galilea. And this? Yes, I look forward to seeing all of you Sentinels. And Galaga, we've got lots of junk that's perfect for maggots like you. Hey! Es ist ein Tutorial, Alex. Da, wo ich kloppen konnte, ist cool. Will halt jetzt loslegen. Kloppen. Mission machen. Erstmal muss ich aber hier noch die Tutorial-Kram machen. Willkommen, willkommen. Was zur Hölle willst du, Neuling? Na dann, so spricht man noch nicht mit einem Kunden. Willkommen im Tauschgeschäft. Tauschgeschäft? Ja, in der Tat. Wir haben alles, was du hast und Vorräte, die ein Wächter braucht, zu günstigen Preisen. Naja, relativ günstig. Manches wird dich etwas kosten. Falls du denkst, manche unserer Waren sind teuer, dann solltest du die Marktpreise sehen, bevor wir die imperiale Vorratssubvention berücksichtigen. Vertrau mir, dieser Kerl hat nicht den Mumm, ein wenig für sich selbst abzuschöpfen. Galatea, wieso würdest du überhaupt so etwas sagen? Die beste Ausrüstung und das luxuriöseste Leben sollen an jene gehen, die mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlen, anstatt sich auf ihren Rang zu berufen. Ihre Worte. Bitte vergib mir, Galatea, Wächter. Wir erwarten demütig deinen nächsten Besuch. Mit anderen Worten, komm mit einer Menge legaler Angebote wieder und zieh ab. So, das Tauschgeschäft. Das Tauschgeschäft ist ein Umschlagplatz, an dem du verschiedene Gegenstände kaufen und verkaufen kannst. Es gibt zwei Währungen, die im Tauschgeschäft akzeptiert werden. Muscheln, eine kostenlose Währung, die im Spiel verdient werden kann. Sowie Gadas, eine Premium-Währung. Gegenstände, die mit Gadas erworben wurden, können nicht verkauft werden. Kampfpass. Tutorial. Erhalte Belohnung. Bevor ich spiele, kriege ich erstmal hier die Pässe an den... Was? Erhalte Belohnung durch den Kampfpass, indem du mit den Medaillons von Quests und Missionen Stufen freischaltest. Mit Gadas kannst du auch einen Premium-Kampfpass kaufen, der dir für den Abschluss jeder Stufe zusätzliche Belohnung bringt. Jeder Kampfpass ist nur eine Saison lang gültig. Behalte also deinen Fortschritt über das Hauptspiel im Auge und hole alle Belohnungen so schnell es geht ab. Belohnungen der vergangenen Saison können bis zum Ende der aktuellen Saison weiterhin abgeholt werden. Na, eigentlich spiele ich nicht allein. Serium ist auch hier im Voice, aber gemutet, genau wie ich gerade, weil halt noch Tutorial. Wir wollten halt zusammenspielen, aber es gibt halt erstmal noch diese Erfindung, die uns das Spiel erklärt. Tutorialse. Schwerer Sub. Wow, Alex, was ist da denn los? Uff, ey. Da muss ich ja schon mal fast die Kamera anmachen, Alex, ey. 20 Stück haut er einfach mal raus. Der Battle of the VIP of the Mons ist halt wieder tatsächlich eröffnet. Und immerhin hat er jetzt eine 1080. Naja, vielleicht schaffen wir auch irgendwann nochmal eine 3060, 3070 oder 3080. Aber immerhin ist es jetzt schon eine 1080, Alex. Die kann dann schon ein bisschen was in Full HD. Dankeschön für 20, ey. Coole Zahl. Mann, ey, Alex. Dankeschön für den Support. Dickes, dickes Dankeschön. Ohne dich und so könnte ich das alles nicht mehr machen, ey. Danke, Mann. Dankeschön für... so viel. Und natürlich GZ an die es erwischt hat. Viel Spaß mit den besten Maulwürfen. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Uff, ey. Ihr Verrückten, ey. Was ist denn das? Hallo Wächter. Der Name war wie hier VIP Alex, ne? Ja, nicht wahr? Erlaube mir, mich erneut vorzustellen. Ich bin Logrina. Ich diene unserer Lady Sophia. Meine Aufgabe ist es, Quests zu verwalten. Quests? Ach, das Questboard aus Monster Hunter. Verstehe ich. Offensivmanöver, Aufklärungs- und Rettungsmissionen, Materialbeschaffung, eine bunte Mischung an verschiedenen Aufgaben für euch Wächter. Du kannst frei entscheiden, wann du eine Quest übernehmen möchtest, aber wir raten Wächtern dringend, so oft es geht, teilzunehmen. Du wirst bei Erfolg natürlich belohnt werden und mit der Zeit verbessert sich so auch deine Stellung. Falls du eine Quest annehmen möchtest, wirf einfach einen Blick auf das Brett hier. Das Questbrett ist der Knotenpunkt, an dem du nach unterschiedlichen Quests suchen und diese annehmen kannst. Mehrere dieser Bretter sind an verschiedensten Orten überall in deinem Hauptquartier zu finden und erlauben es dir, schnell und effizient jederzeit und überall eine Quest anzunehmen. Um auf das Questbrett zuzugreifen, rede einfach mit der Wache, die daneben steht. Das Questbrett zeigt dir eine Liste aller Quests an, die dir zur Verfügung stehen, inklusive derer, die momentan von anderen Spielern in deinem Hauptquartier unternommen werden. Außerdem ist das hier die Schnellmatch-Funktion zu finden, die du nutzen kannst, um eine Gruppe von Spielern zu finden, die auf deinen Abenteuern begleitet. Okay, wenn du eine Hauptgeschichte spielen möchtest, solltest du die Quests den Vorzug geben, die mit Kampagne markiert sind. Aha.
Sei gegrüßt. Es steht mir ja nicht wirklich zu, die eine Quest für wichtig zu halten als die andere. Trotzdem denke ich, du solltest dich fürs Erste vielleicht darauf konzentrieren, die Gallo loszuwerden. Nur meine Meinung. Wie immer, wirf einen Blick aufs Brett, wenn du eine Liste aller verfügbaren Quests sehen willst. Das Questword. So. Also, vielleicht muss ich jetzt auch genau wie in Monster Hunter so eine Lobby halt machen. Deine Quest, Gruppenquest und Schnellmatch. Turm von Babylon. Bürgerlicher Kreuzgang. Aha. Und das ist dann halt wahrscheinlich hier die Karte. Oder so. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Verzauberungsliste? Geht noch nicht. Ein- und ausblenden. Info verändern. Bestätigen. So. Quest annehmen. Ja. Suche nach Spielern. Okay. Ich will ja nicht nachsuchen. Wie mache ich das denn? Bereit? Wie mache ich das denn hier weg? Quest abbrechen. R1. Okay. Also im Endeffekt, ich könnte es jetzt alleine machen oder ich könnte jetzt Spieler dazu holen. Die Frage ist, wie funktioniert das? Hat da jemand eine Ahnung? Ich habe keinen Schimmer. Weil jetzt könnte ich tatsächlich mit Siri dann wahrscheinlich zusammen starten, aber ich habe noch keinen blassen Schimmer, wie wir uns jetzt hier finden. Also darüber nicht. Darüber auch nicht. Weil irgendwie muss man ja jetzt hier so eine ID wahrscheinlich hier generieren. Wo habe ich die denn eigentlich gerade gefunden? In einem knappen Stündchen, würde ich sagen, Captain Awesome. Sei gegrüßt. Guten Abend. Weil wegen... Der hat auf jeden Fall schon fesches Gear. Und sieht hübsch aus. Ja, jetzt habe ich halt hier jemanden schon in der Gruppe, was ich ja gar nicht will. Warte, nee. Gehen wir nochmal auf Quest abbrechen. Nein! Stopp! Halt! Ende! Okay. Das war ich. Okay. Gut, dass das jetzt passiert ist. Achso, wir sind aber trotzdem in der Quest. Lol. Es ist jetzt nicht Siri, das ist jemand anderes. Nun. Siri, rette mich. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ja, wobei Monster Hunter war ja auch nicht sehr intuitiv zu Beginn, weil wegen auch dieses Lobby-System. Das muss man ja erstmal checken halt. Ich lauf dir mal hinterher. Und Tempi, sei gegrüßt. Moin. Ah ja, Gegner. Wohin? Da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Kommen auf jeden Fall noch mehr. Also der kann auf jeden Fall schon mehr Fähigkeiten nutzen als ich. Achso, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob das ist aber alles von ihm, glaube ich, ne, was er hier so auf dem Boden zaubert. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier gerade passiert. Okay. Kapitel 1. Abgeschlossen. Ei, ei, ei. Also da brauchen wir wahrscheinlich... Achso, müssen wir mal angreifen. Okay, verstehe. So. Ich folge mal. Okay, also hier gibt es hier Kristalle, die müssen wir looten und sammeln, verstehe ich. Was ist das hier für ein Moped? Achso, Tür auf, Machgerät, verstehe.
kurz, wie sieht's bei dir aus? Bist du schon durch oder? Ich war schon in einer Mission oder ich bin in einer Mission, weil ich plötzlich reingesogen wurde. Ah, ja, und dann bin ich noch schnell raus und dann dachte ich, warte kurz. Achso, ich muss hier reingehen. Ja, keine Ahnung, ich laufe jetzt die eine Mission mal mit, weil dann plötzlich nämlich einer gejoint ist. Ich habe aber nicht gefunden, wo man halt tatsächlich sich suchen kann. Also vielleicht, wenn du... Du hast im Startmenü, gibt es unter Community eine Freundesliste. Okay. Da musst du dich wohl adden, dann kannst du dich... Ich gehe davon aus, dass du eine Party dann öffnen kannst und dann kannst du zusammen... Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Monster Hunter, so mit so einer Lobby, dass du die Spieler da halt siehst. Ja, genau. Und dann halt eben zusammen zocken kannst. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lang die Missionen sind. Ich laufe jetzt die eine Mission mal mit. Keine Ahnung. Wann hast du den gestartet? Das macht auch einfach nicht sein. Keine Ahnung. Wir sind jetzt bei Kapitel 2 von dieser Mission. Ich weiß nicht, wie lang die sind. Also vor 5 Minuten oder so. Ja, sonst gucke ich mich einfach um. Oder ich gehe auch fix in eine Mission rein. Oder ich komme, ich gehe einfach in eine fixe Mission rein. Ja, mach das. Ja? Dann machen wir das gleich. Ja, wenn man halt erstmal nicht weiß, wie es funktioniert oder erstmal live alles testet. Sorry, Siri. Aber wir spielen bestimmt gleich zusammen. Oh Mann, ey. Was? Ist da noch einer? Achso, lol, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich ja nicht gesehen. Mir geht's super, Alex. Wie geht's dir? Wie gesagt, das Spiel erinnert echt an eine Mischung aus Monster Hunter und ein Best of Platinum, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie die Bosse halt sind, weil das ist halt das, was halt immer... das hat... Aua, okay, die machen Schaden, verstehe ich. Okay, ich habe Loot bekommen. Was kann man hier machen? Sich heilen oder so? Ah ja, ich muss glaube ich ein bisschen vorher sprinten, alles klar. Aber was man auch dazu sagen kann, Matchmaking ist ja dann anscheinend dabei oder Gruppensuche, weil ich wollte ja noch nicht mal und habe trotzdem jemanden gefunden. Und das halt quasi pre-release. Auch down. Muss natürlich eigentlich mein Mana viel mehr und schneller ausgeben. Weil Vollstacken macht ja keinen Sinn. Kapitel 3. Okay. Easy. Easy clap. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Wobei interessant ist, Grimoire hieß das Buch nicht Grimoire Weiss, ja, ne? Ist tatsächlich ja auch schon ein Mitspieler, der dann anscheinend den Namen aus Nier wahrscheinlich auch ein bisschen dann hier zu Ehren trägt. Also ich denke, das ist ein Spieler, ne? Ja, wahrscheinlich. So, ich muss hier mal rein. So, den werden wir hier wegmachen am Boden. So, da gibt's schon mal Loot. Auch so viele Skills schon haben. Oh, mehr Loot. Da liegt der erste Loot. Vielleicht schon überlevelt für Siri oder so.
Ich krieg auf jeden Fall schon hier bunten Loot. Finde ich schon mal gut. Aber man sieht nicht, was es ist, ne? Also nicht in der Mission, glaube ich, dass man halt nicht in einer Mission permanent halt hier an Items halt am Switchen ist. Kann ich verstehen, finde ich gut. Weil sonst bist du halt die ganze Zeit nur hier am... wo geht der denn hin? Keine Ahnung. Wollen wir hier draufdrücken? Was passiert hier? Keine Ahnung. Hab's mal gemacht. Hab keine Ahnung, was das ist. Achso, baut... Alter! Es baut einen Turm. Es baut einen kleinen Turm. Eieiei. Au. Okay, die Dinger machen auf jeden Fall Schaden. I've got a bad feeling about this. Ich liebe diesen Spruch. Das ist, okay, jetzt ist Boss-Time. Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Oh, ja, war normaler Gegner, alles klar. Alter, die Musik ist gut. Die Musik ist halt richtig nice. Kapitel 5. Okay. Ja, war ja noch easy. Mein Tutorial war es ja noch schwieriger. Das war's. Rang Gold. Also die Mission oder die Level relativ kurz. Solange der Turm keinen Fahrstuhl hat, ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Quest abgeschlossen. Victory is yours. Aha. Kombomeister, ein Raser, leichter Angriff. Gefällt mir. Gefällt mir plus eins. Ja, komm. Kriegst du auch ein Gefällt mir. Ist ja wie auf Facebook hier. Nächster Bildschirm. Abschlussbonus. Irgendwas plus 50, irgendwas mal 1000. Erster Abschluss, exzellenter Abschluss. Okay, den haben wir nicht. Aber immerhin. Was ist das denn hier? Die Metallkiste aus babylonischen Zeiten enthält häufig Ausrüstung und andere Wertgegenstände, die sich, wenn sie richtig geöffnet wird. Wenn du nicht weißt, wie man sie aufschließt, kommst du vielleicht an den Inhalt. Okay, was? Info, alle eintauschen? Info verändern. Was passiert, wenn ich draufdrücke? Also, ist sie... Ist ja wie Lootboxen. Yannick, gefällt das, wie FIFA Ultimate Packs öffnen. Was ist drin? Ein Knüppelhammer. Einmal Buchsen. Einmal Schwert. Gladius. Ein Steinhammer. Centurio Beinschienen. LP-Management. Rückstoßwuchs. Auge um Auge. Eine Bökchen. Einmal noch mehr Beine. Kopfteile. Verkauf nicht möglich. Dieser Gegenstand kann nicht verkauft werden. Das ist Muscheln, also die Währung. Ein Medaillon. Dieser Gegenstand kann nicht verkauft werden. Punkte, die du durch Abschließen von Quests und Missionen verdienen, sammeln Punkte, um neue Stufen in deinem Kampfpass freizuschalten. Ah, okay. Münzen, also noch mehr Muscheln. Alles klar. Bestätigen. Muss ich jetzt alles nehmen? Oder? Achso, Quest abgeschlossen. Alles klar. Aber können wir direkt schon ausrüsten. Teile der Liebe. Teilen. Die erste von vielen. Wir sind beide captured fighting the Empire in your homelands too. That makes three of us. Don't even remember how many damn knives I've killed. Think they missed a few when they counted at my trial.
are now, doing the Empire's heavy lifting for all the good it did us. I wish they'd gone ahead and given me the axe. Be a hell of a lot quicker. Come now, sir. Jupiter only lights your candle once. You want him to snuff it out again? You're the boy from the market, aren't you? Have your wounds healed? They have. Missed a few shifts, but I'm right as rain now. Was ist das für ein Datum, wo FIFA deinstalliert hast? Und Nero, sei grüß, moin. Coincidence running into you here, boy. Lycus. My name's Lycus. Oh, and thank you for saving my life. Und ID, danke für dein Follow. Hey boy, what's wrong with your neck? Oh, this. I'm surprised you haven't seen it around here already. It's the mark of the Blue Death. Blue Death? You've seen the sun over the ziggurat, right? All bright and blue. Well, the light from it makes you sick. With the Blue Death. That's why the Imperials are always coming and going. But we common folk don't have anywhere else to go. Except the grave, I suppose. When the Blue Death finally takes all Neo-Babylon. You mean to say you're trapped here, then? Just like we are. Aye. The Empire protects the ziggurat from Galu while they search for relics. I need people to support them. Blue Death. A dreadful disease, that. But you Sentinels might prove to be the cure. Mark my words. How long have you been listening in on us, old man? Long enough, my friend. Someone's got to keep an eye on you, you know, to make sure you don't do anything crazy. Master Isham, is it true? They could cure us? How? The answer's simple, my boy. It's the light from the blue sun up above that causes the Blue Death. Yes? So, to stop the Blue Death... we have to put out the sun. Indeed. Okay, Sonne ausschalten. Check. Krieg ich hin. Was? The cores powering your Gideon coffins are structurally identical to the blue sun. You've got little stars on your backs. Bring that Gideon coffin up to the Pantheon Temple at the tip top of the ziggurat. Say a little prayer. And your coffin will resonate with the blue sun strongly enough to shut the whole thing down. As the light stops, so stops the Blue Death. It will even cure everyone who's ill. And you'll like this part, Gallagher. It'll overload your Gideon coffin, too. It'll fall right off. So there is a way to be rid of the thing. Should have said so. Didn't I? I could have sworn I did. So you're senile, too. But that's all I needed to hear. Freedom waiting at the top of the ziggurat. And there's a cure for Lycus up there, too. Assuming this isn't just a tale you're telling to keep us in line, tell me why we should believe you. Believe me or don't. That's up to you.
But I expect you'll make the right choice. I'll tell you this, though. You better hurry up and make it. You've only got so much time left. Better make good use of it. Unless you'd rather end up like old Isham. Holy shit. Warum trägt er eine Maske? Okay, jetzt wissen wir's. We've got a Gigi on the way. Made it all the way to Shuana Street. What? Can't you hear? Go! Get rid of them! Work hard, and you might earn yourself a trip through the Jupiter Gate. Mission abgeschlossen. Nicht angenommene Gegenstände und Missionsbelohnung verfügbar. Gut, jetzt müsste ich erstmal wissen, wo denn mein Posteingang ist, aber ich habe keinen Schimmer. Habt ihr einen Postkasten gesehen, Chat? Was irgendwie aussieht wie ein Postkasten? Weil ich nicht weiß, wo der ist. Aber ich warte jetzt erstmal, dass Seri da ist. Wir gucken mal erstmal rein. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein besseres Schwert. Schaden 124, Schaden 124. Also der Schaden ist identisch. Das Einzige, was da hochgeht, ist der Level oder so. Das Level, der Level. Dann haben wir hier einen Bogen. Das sind alles dieselben. Da können wir den drauf machen. Der macht mehr Schaden. Dann packen wir hier auf R2. Einmal den besseren Hammer. Und auf den packen wir einen weiteren Hammer as well. Jetzt sind wir der Hammermann. Und dann haben wir ein Kopfteil. Was ein bisschen Vitalität abzieht. Ach, wir machen einfach erstmal, upsa, alles rein, was ich hier finde in den Lachs. Nein, wie komme ich denn hier raus? So, Rüstung haben wir keine gefunden. Handschuhe haben wir keine gefunden. Und Beine haben wir mehrere gefunden. Wobei die Frage ist, welche sind denn da besser? Die bieten mehr Vitalität. Aber und weniger Stabilität. Geistregeneration. Keine Ahnung. Stats kenne ich halt noch nicht. Kann man die hier irgendwie auch dann theoretisch markieren? Verzauberungsliste. Achso, da kann man das nochmal sehen, was das halt macht. Alles klar. Okay. Filter sortieren, Favorit hinzufügen, löschen, Info verändern und bestätigen. Okay, kann ich jetzt nicht markieren und verkaufen. Das geht dann wahrscheinlich nur übers Menü. Und Stefan, sei gegrüßt. Guten Abend, der Jägerrang. Ja, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, ne? Das sind dann unsere Gegenstände, Reliquien. Da haben wir noch nichts. Ausrüstung haben wir jetzt ja gerade ein bisschen was bekommen. Sonstiges. Da ist es auch nicht. Fortschritt, Errungenschaften, Kampfpass, Aufträge, Missionen. Community. Freundesliste. Freundesanfragen. Serium TV. Im Hauptquartier. Bestätigen. Akzeptieren. Schließen. Habe ich gemacht. So. Matchmaking blockiert das Hauptquartiercode System. Okay. Warte mal, da habe ich irgendwas mit Privatnachrichten, Hilfe, Bugmelden, Anfragen. Okay, nee, also hier ist nochmal kein Dings, kein Booms. Okay. So, was sieht denn hier aus wie ein Postkasten-Chat? Also das ist wieder hier das Questboard, das verstehe ich. Müsste ja aber irgendwie markiert sein, oder?
Das Ranglistenbrett. Hast du keine Map? Ich wüsste nicht wo. Also, nein. Also nicht, dass ich es wüsste. Da ist halt wieder das Brett. Ja, ich müsste halt eben erstmal hier alle anklicken und das halt durchsabbeln. Das würde ich ja theoretisch auch machen. Praktisch. Oh, und wie schaut's aus? Ja, genau. Praktisch. Sehr gut, ich bin in der Stadt. Ich bin ja fertig. Ja, ich auch jetzt gerade. Die Sequenz war nur sehr lang. Genau. Dass man sein Gesicht nicht gesehen hat, ne? Genau. Aber okay. Da, das wissen wir, warum man eine Maske trägt. Die erste Frage, die ich mir stelle, hast du das schon gelöst? Ich sehe immer aufblinken nicht angenommene Gegenstände in deinem Posteingang. Ich weiß nur nicht, wo finde ich den Posteingang? Hast du da schon was gefunden? Also ich weiß, dass du bei da, wo das Questboard ist, da ja. Hinten steht Sophia. Und bei ihr kannst du wohl Belohnungen abholen. Ja. Ich vermute mal bei ihr, aber ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal selber. Ansonsten, also ich... Also Belohnungen annehmen. Fahnenkreuz hoch? Ja, da komme ich aber nur zu diesem Battle Pass irgendwie. Ja, hast du recht. Was steht denn da? Alle Belohnungen annehmen. Keine Belohnung erhältlich, kommt dann bei mir. Okay, ich guck mal bei Sophia. Vorhin stand irgendwas mit Belohnungen hier abholen. Gibt's eine Karte? Hab ich noch nicht gefunden. Okay, also ich auch nämlich nicht. Aber die ist im Prinzip, wo der... Ich bin bei Sophia, Die steht vor der Torte. Ach nee, das ist ein Turm. Ist ja gar keine Torte. Ja, ich dachte auch, dass die ist eine Torte, aber das ist wohl okay. Der Turm. Ja, dann quatsch ich mal an, dann warte ich mal. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil erstmal würde ich gerne mal ein paar Missionen zocken. Hier. Missionen und Aufträge daily. Wo bist du? Kann ich hier was abholen? Bei Sophia. Heilende Liebe. Ja, genau. Okay. Ah, folgende Belohnung erhalten. 1000 Muscheln, 100 KP. Okay. Ach, bitte. Okay, dann kannst du es wohl abholen. Ja, dann quatsch ich die mal an. Ah. Verschwindet dann die grüne Meldung? So. Nee. Okay. Ich nur, geh schnell in dein Postfach. Gucken wir mal ganz kurz. Und Aufträge. Okay, stimmt. Da gibt es halt tatsächlich die Dinger, die man hier anscheinend dann halt. Du hast ja irgendwie Weekly Quests. Ja, genau, genau. Dailies und so weiter, ne? Aber ich sehe auch kein Postsymbol tatsächlich. Nee. Aber ich guck mal, ob ich dich in eine Gruppe einladen kann. Ja, mach mal. Angenommen habe ich. Ah, okay. Also die Freundschaftsanfrage, wollte ich damit sagen. Die habe ich angenommen. Freundesliste. Blinkt jetzt auch rot. Freundesliste. Left Talk. So. So. Dann Ausrüstung zu Favoriten hinzufügen. Jetzt bist du mein Favorit. Oh ja. Das wollte ich schon immer sein. Kann ich dich irgendwie in eine Gruppe einladen? Es sei denn... Warte mal. Ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Jetzt wird's spannend. Quest annehmen. Questbrett. Ah, du hast das erste Story-Ding fertig? Genau. Okay, Tito. Nicht abgeschlossen. Die Frage ist, ob wir erstmal in eine Lobby müssen. Das könnte natürlich auch sein. Ich denke mal, du wirst von der Stadt ganz viele Instanzen haben. Wahrscheinlich. Damit die nicht zu voll sind. Deswegen habe ich mir nämlich auch gedacht, dass man oben über diesen Community-Reiter eventuell so ein privates Hauptquartier erstellen muss. Soll ich das mal probieren? Aber ich kann dich... Versuch das mal. Scheiße, kann ich das irgendwie abbrechen? Musician ist drin. Warte mal, der sagt mir so was, der Name. So, Serium habe ich. Aber... Nein, ich bin nicht bereit. Kann ich das rückgängig machen? Nee. Oh nein, wie kann ich irgendwie raus? Nein. Oh nein. Genau dasselbe hatte ich nämlich auch. Oh, es tut mir jetzt leid für Musician. Wie komme ich hier raus? Nein, Abbruch. Warte. Also vorhin konnte ich R1 drücken, aber das geht diesmal nicht. Ja, ich wurde nämlich genauso auch reingesogen. Wenn du L1 gedrückt hältst und dann R1. Kannst du die Quest abbrechen?
Das habe ich jetzt gemacht, aber ich konnte dich da nicht. Vielleicht müssen wir gleichzeitig nach der Quest suchen, weil man das muss doch einfacher gehen. Pass auf, privates Hauptquartier erstellen. Ich mach das mal, ja? Du wirst deine aktuelle unter Community. In dem Tab hast du unten Hauptquartiercode eingeben und privates Hauptquartier, weil ich glaube, so ähnlich wie beim Monster Hunter, musst du erstmal mit dieser Lobby-ID, die ja oben bei Basiscode da auch steht, erstmal in eine Lobby und dann nimmst du an diesem Board eine Quest an und dann kannst du wahrscheinlich, wenn du in dieser Lobby bist, diese Quest mitjoinen. Das wird es wahrscheinlich sein. Würde ich jetzt halt mal sagen. Das mal aus, ne? Oder gib mir mal deinen Basiscode, dann komme ich vielleicht zu dir rein. Dann muss ich mir aber die Nummern halt sagen. Wo steht der denn? Oben rechts, wenn du im Community-Tab bist, steht Basiscode. Also ich gehe mal davon aus, das wird der sein. Ach, okay, 97. 97. Dreimal die 3. 1, 2, 3. 7, 8, 6. 7, 8, 6. Was ist der Preis pro Minute? 1,99. Uff, ey. Es hat geladen. Ich bin jetzt irgendwo. Ich gehe mal zu Richtung Sophia. Ja, vielleicht sehen wir uns da, ja. Hast du auch so 4 coole Schwerter? Nee, ich hatte 3 Bögen. Ah, okay. Ich muss dann jetzt erstmal so Sophia finden. Wo war denn Sophia? Ich bin lost hier in diesem Ding. Ich stehe vor dem Händler. Also diesen Pücken, mein Leon, eventuell kommst du da hin, weil ich finde das hier sonst nicht. Komm mal. Orientierung ist nicht so meine Stärke. Ah, ja, das funktioniert. Das funktioniert also jetzt, ja. Helm, ja. Ja, ich habe schon direkt einen Helm halt gelootet in der ersten Quest, weil so kann ich machen, ne? Warte mal, ich habe ja auch noch ein bisschen. Ich hab 2 Waffen bekommen und... Eieiei. Hose. Brust habe ich keine bekommen. Okay. Ja, bestimmt, jetzt habe ich coole Handschuhe. So, ich hab, glaube ich, die Handschuhe von deinem Helm. Ja, ich weiß nicht, was da die ganzen Sachen bedeuten. Ich würde sagen, jetzt gucken wir einfach mal, dass wir halt irgendwie die Quest annehmen und mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Es ist halt die Frage, ob wir jetzt gleichzeitig die gleiche Quest starten müssen. Oder, pass auf, ich kann ja abbrechen. Ich habe gerade rausgefunden, wie das geht. Okay. Ich starte mal die Quest und dann siehst du ja, ob du hinterher kannst. Also, ob der dir eine Meldung gibt. Okay. Dass, ich dachte, das ist Quest. Keine. Okay. Weil ich muss dann wahrscheinlich auf Gruppenquests gehen. So, ich habe jetzt die Quest gestartet. Ich bin in der Vorbereitung quasi. Okay, wie heißt die Quest? Türme von Adat. Ja, hat funktioniert. Also das war wie Turm von Babylon. Ja. War das unter Gruppenquest? Genau, ich muss dann, du machst sie auf und ich gehe unter Gruppenquest und kann dann reinjoinen. Ja, cool. Also ist halt genau wie Monster Hunter. Cool. Ja, wenn man weiß wie, dann... Ja gut, da wäre vielleicht noch ein Tutorial halt ganz nice gewesen irgendwo. Schon. Aber wie gesagt, wir sind ja Monster Hunter affin. Dementsprechend kennen wir das ja. Und Zertimio, sei Iris, moin. Nee, das ist Babylon's Fall. So, ich bin bereit. Ich drück auch mal Dreieck. Dann müsste man theoretisch ja nur oben noch irgendwann diesen Posteingang mal finden. Ja. Warte mal. Oh nein, nee, kein Screenshot machen. Okay, da geht's schon los. Genau. Aber irgendwo muss es ja hier einen NPC oder einen Briefkasten geben. Ja, wahrscheinlich, wie bei Monster Hunter steht in der Welt, den muss man erstmal finden. Theoretisch, da ist ja noch so viel mit den ganzen NPCs, mit denen wir quatschen können. Du wirst da ja bestimmt dann craften können oder was weiß ich halt. Aber das kriegen wir jetzt im kleinen Rahmen ja alles gar nicht abgedeckt. So, ich habe nämlich jetzt hier ein paar Hammers und einen Bogen. Ich habe einen Bogen und Schwert da. So. Der gerade ist einfach vorgerannt. Ich bin ihm einfach hinterhergerannt. Oh, den kannst du chargen. Wen? Oh. Den Bogen? Okay. Wenn du R2 gedrückt hältst. Ah ja. Tatsächlich, kann ich auch. Wow. Okay. Das ist cool. Das kostet dann aber auch Mana. Keiner von uns weiß, wo es lang geht. Das ist immer oder? Ich geh mal der Nase lang. Hier, nee, sorry, das kostet ja keinen Mana. Alles klar. Wahrscheinlich nur im Kampf, ne? Also ich mach das mit Magie, du nicht? Nee, weil ich den bei mir auf Dreieck gelegt habe. Ich habe die Hammer auf dem
auf den Air-Triggern. Sentinels. Stop doing that, damn it. Bin ja eher so der Minimann. Ja, ich eigentlich auch. Aber, huch. Wow, okay, das macht massiv Schaden. Alter, man kann ja sogar richtig auf Range die Hammer benutzen. Ist ja ultra nice. Also ich schieße und ich mag Hammer. Einfach immer den Hammer auf den Kopf schmeißen. Hey. Platin-Rang. Das geht schnell. Schneller als in Elden Ring. Zack, Platin. Oh Mann, ey. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Hast du die Trophys schon angeguckt? Nee, nur, wie gesagt, dass ich noch keine bekommen habe. Ich habe jetzt hier schon mehr Trophys bekommen als bei ganz Elden Ring. Echt jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt bestimmt hier schon 8 oder 9 Trophys bekommen. In dem Spiel. Ja, hier schon. Aber drüben habe ich schon, ich glaube, 15 oder 20? Echt? Nee, ich habe 2 oder so. 3. Oh, okay. Also das zieht sich halt. Aber ich bin ja auch immer super langsam. Ich gucke mir ja immer alles an und... Ditto. Komplett abgedriftet. Gestern wollte ich wohin. Ich wusste auch, wo ich hin muss. Und 4 Stunden später war ich immer noch nicht da. Ja, ist halt normal. Das ist halt normal. Ich will auch zu euch. Was haben wir hier? Oh. Ja, ein bisschen Mana aufbauen. Ja, ich bin mal gespannt, vor allen Dingen, was dann halt für Bosse später drin sind. Der Tutorial-Boss war schon ganz cool. Ja. Dann wollte er ernst machen und dann... Genau, dann haben wir ja unsere Fähigkeiten bekommen. Aber auch so die Mechanik mit dem Werfen fand ich halt nice. Ja, schon. Ja, ich sollte ein bisschen mehr locken. Ja, er macht einfach nur massiv Schaden. Cool. Achso, warte. Da müssen wir mal einsammeln. Ah ja. 3 Kisten gedroppt oder so. Echt? Keine für mich? Skandal. Kommissarium, da klaut er mir den Loot. Also ich glaube, wir teilen uns hier alles. Also die Muscheln teilen wir ja auch. Ja, klar, ist halt random, glaube ich, was halt in den Kisten halt ist für jeden Spieler. Das kann sein, ja. Das würde ja Sinn machen. Na, jetzt die nächste Kiste. Hier habe ich jetzt 3 Items. Okay. Was ist das eigentlich? Ist das Leben? Oh, ein NPC? Nee. Keine Ahnung. Ist irgendwie so ein Kristall, der aber irgendwie... Ich sehe nicht, was der macht. Du kannst ihn halt einmal aktivieren. Halt locken. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ja, genau. Elden Ring gespielt hat, ne? Aber geht. Ja, du kannst die Tasten auch frei umlegen, habe ich gerade schon geguckt. Also wenn du halt Ausweichen auf Kreis haben willst, kannst du dich auch natürlich umlegen. Habe ich jetzt aber auch erstmal nicht gemacht. Ja, also man gewöhnt sich ja schnell dran. Der Bogen war echt ein Glücksfund. Der macht einfach nur massiv damit. Ja gut, du wolltest ja auch Ranger spielen. Dann passt das ja. Ja gut, das hat noch nicht so ganz geklappt, aber... Vielleicht, wenn ich ihn mir gleich in die Hand nehme, ich... Keine Ahnung. Was? Das klingt schmutzig. Den Bogen natürlich. Ach so, ja gut. Oh Mann. Ja, aber ich glaube eben aufgrund der 4 Waffen kannst du ja sowieso alles machen. Ja, wahrscheinlich.
Oh, Kapitel 4, da war die letzte Quest dann vorbei, ne? Oh, aua. Genau. Genau, hier muss man Kreis drücken. Also mein Hammer macht jetzt 399, wenn ich den jetzt hier... Achso, ich kann den ja vielleicht aufladen. Hab ich auch noch nicht gemacht. Ja, halt mal R2 gedrückt oder so. Das mache ich nämlich mit dem Bogen die ganze Zeit. Oh, yo, der Bogen macht ja wirklich extrem Schaden, aber gut, dauert halt, ne? Stimmt, also der macht ja richtig Damage. Ja, ja, den Charge Shoot 3-4 Mal und dann geht alles gut. Aua. Aber heilen kann man sich nicht irgendwie, ne? Du hast Fahnenkreuz nach oben, du hast... Ah, stimmt! 5 Potions, ja danke, habe ich gar nicht gesehen. Aber wenn ich down gehe, ich nehme mal nix, dann kannst du mich resten, gibt bestimmt eine Trophy. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade keine bekommen, weil der random war down. Achso, okay. Na gut, da gibt's keine Trophy, war jetzt ja nur eine Vermutung. Aber jetzt bin ich down. Jetzt kannst du mich mal resten. Nee, falscher Knopf. Achso, ich stehe wieder. Alles klar. Ich bin ja sogar komplett voll. Lol. Dankeschön. Ah, nee, doch nicht. Da hat er nicht geheilt oder so. Ah, ja. Ist natürlich noch interessant zu wissen, ob diese Potions consumable sind, ob man die halt kaufen muss oder craften muss oder ob die halt per se immer dann wieder da sind beim Levelbeginn. Also, die waren jetzt in jeder Quest immer 5 dann da. Also, okay. Ich denke mal. Vielleicht kannst du die aufbessern oder es gibt dann bessere Varianten, aber für eine Mission hast du wahrscheinlich immer 5. Okay. Und Victor, sei grüß, moin. Ja gut, wäre auch ein bisschen quasi das Spiel obsolet, wenn du 100 Fläschchen mitnehmen könntest, ne? Dann kannst du ja einfach totheilen. Ja, schön. Ah gut, wenn man sich dann retzen kann. Ja, das macht natürlich dann Multiplayer halt eben, ja dann, ne, ist halt sinnvoll, klar, macht es halt eben ein bisschen einfacher. Aber ist ja auch ein Monster Hunter, ne? Ja, ja. Oh. Mann, der ist aber ganz schön schnell, der Typ da, ne? Au. Hui. Sei gegrüßt, Victor. Be careful. I'm sensing something dangerous. Oh, kriegen wir einen Boss? Ja, ich hoffe. Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen, weiß ich nicht, wann in die Schlacht. Oh. Rittermänner. Das sind, glaube ich, die von gerade, ne? Oh, ich wollte ausweichen. Boah, macht der Bogen Schaden, da hast du absolut recht, ey. Ja, wenn man den mal auflädt, ist das so. Rums. Da war er tot. Easy win. Ah. Ja. Die Musik auch. Ist wirklich sehr gut. Die, ne? Habe ich auch schon gesagt, richtig gut. Also, das können sie. So. Ah. Quest abgeschlossen. Okay. Mal gucken, vielleicht gibt's ja wieder coolen Loot. Man hier auch so Posen einstellen kann? Wahrscheinlich, oder? Achso, gefällt mir. L1, R1, ihr gefällt mir alle. Gib direkt erstmal Punkte hier. Also vorhin habe ich dafür eine Trophäe bekommen. Dass ich auch. So, ein bisschen Loot. Gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Oh, ein bisschen viel Loot diesmal. Oh, ich habe einen Stab bekommen. Den teste ich definitiv auch aus. Noch ein Hämmerchen und ein Anhänger. Wow, ich habe... Alter. Hammer, Bogen. Ja, okay. Mal gucken. Ja, fix ausrüsten, nächste Quest. Das ist so hektisch. Oh. Es geht eigentlich, Victor. Also es ist jetzt nicht so mega hektisch, finde ich persönlich. So. Es kommt immer drauf an, mit wem du zusammenspielst. Moin, Stab da rein. Der Random ist ja auch immer schnell vorausgerannt, ne? Ja.
Ist aber ja auch okay. Wobei, wo sehe ich denn jetzt, was ich hier... Also der macht wahrscheinlich weniger Schaden, ne? Ne, eigentlich macht der mehr Schaden, hat aber ein niedriges Level. Oben ist das Item-Level bei den Dings, ne? Glaube ich. Das sieht, also, zum Beispiel mein Bogen ist Level 7, ja. Okay, weil lustigerweise der 5er Knüppel macht mehr Schaden als der 6er Knüppel, was mich halt verwirrt. Vielleicht hat er irgendwie besondere Stats gerollt oder so? Ja, der hat ja irgendwie genommener Schaden, Rückstoßboost. Gut, da müsste ich natürlich jetzt erstmal alles lesen, was das macht, weil ich keine Ahnung habe, was das macht, aber... Mhm. Ich gehe einfach mal prinzipiell nach Grün und Farben und guck einfach mal. Eine Route, verzaubertes Feld. Okay. Ausprobieren. Stiefel. Oh, dann habe ich hier oben noch so ein Amulett bekommen. Amulett? Ja. Oh, Schamanen angreifen. Cool. So, ich komme zum Brett. Die nächste Quest hier. Ja, ich kann auch meinen. Ich muss nur mal gucken, wo diese Bretter hier sind. Ach, ich gehe zu dem Brett. Ist ja, glaube ich, egal, zu welchem Brett ich gehe. Theoretisch. Nee, Quatsch, das ist das Ranglistenbrett. Das war falsch. Toll, direkt das falsche Brett erwischt. Aber da ist auch noch ein Brett. So, wobei der mich jetzt gerade erstmal hier anquatscht. Ach, hol auch mal fix. Questbrett. Ach nee, ja doch, Gruppenquest. Ich könnte jetzt wieder annehmen, wenn du aufmachst. Und Zoom sei grüß, moin! Was ist die Frage? Warum von Babylon? Da leuchtet auch irgendwas rot. Da steht aber Queststatus nicht abgeschlossen, aber das ist das, was wir gerade gemacht haben. Okay, was hätten wir denn machen sollen? Verstehe ich nicht. Ah, oder wir müssen die vielleicht abgeben? Ach so, dass wir vielleicht die Belohnung holen, damit es weitergeht oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Lauf dir mal hinterher. Jetzt habe ich mich, glaube ich, auf. Das kenne ich, das passiert mir permanent. Hier geht's wohl. Ich guck mal. Wow, man kann nicht hier... Gucken wir mal ganz kurz. Ah, wöchentlich und saisonal leuchtet jetzt rot. Okay, ja, den kann ich aber anscheinend nicht annehmen oder auch nicht. Aber auch nichts abholen irgendwie. Okay. Ja, wobei das sind ja eigentlich so Sammelquests, ne? Wenn ich schließe Quest wieder Schnellmatch ab, Tagesmission, gefällt mir. Also dementsprechend, das sind ja alles so besiege 80 Gegner. Das passiert ja eh so im Laufe des Dings. Und Sunny sei auch gegrüßt, guten Abend. Also die Frage, also du kannst mal bei dir gucken, wenn ich jetzt hier auf die Quest gehe, ja, dann ist es dieselbe, die wir gerade gemacht haben, die wir auch erfolgreich abgeschlossen haben. Aber er sagt bei mir, wenn ich Turm von Babylon einmal andrücke, dann steht bürgerlicher Kreuzgang und dann steht da nicht Queststatus abgeschlossen. Nicht abgeschlossen. Okay, ja, sehe ich. Ist bei mir genauso. Was ist das, was wir gerade gemacht haben? Also ich habe die Quest jetzt schon das zweite Mal gemacht. Komisch. Okay. Was würde denn, was sagt denn eigentlich das Spiel, was wir als nächstes tun sollten, storytechnisch? Also, er hat bei mir... Achso. Ach, du kannst ja noch mit denen reden. Aber das habe ich doch schon gemacht. Nee. Nö, nee, dann kommst du aufs Questbrett. Nö. Nö, okay. Weil ich jetzt nicht wüsste, was halt die nächste Story wäre. Also in 3 Metern sagt mir das Ding eigentlich laut Kompass, ist schon Quest annehmen das Richtige. Genau. Ja, gut. So müssen wir vielleicht mal lesen und gucken, was wir tun sollen. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir irgendwas Spezielles machen? Ich lese auch nochmal nach. Nee, da steht einfach nur ein bisschen Lore halt. Über den Turm selber. Bürgerlicher Kreuzgang, Queststatus nicht abgeschlossen. Wenn ich jetzt drauf gehe.
Infos verändern. Achso, ja, nee. Sonst poste du vielleicht mal die Quest. Kann das sein? Oh, kann ich mal machen. Warte. Questbrett. Deine Quest, Turm von Babylon, bürgerlicher Kreuzzuggang. So, empfohlene Stärke 1. Einer ausblenden. Ah, man kann jetzt nach oben gehen. Nach oben? Ja, hier, da kann man doch hier so switchen. Also ich siehst du jetzt bei mir halt nicht, weil du den Streamer wahrscheinlich auf hast. Du kannst da quasi die Ebenen wählen. Und da kannst du halt eine höhere Ebene jetzt wählen. Nee, ich leider nicht. Echt nicht? Aber dann mach mal, wenn es bei dir... Ne. Okay, also ich nehme es jetzt an. Bürgerlicher Kreuzgang? Genau, dann heißt es die Winde von Samas. Ne. Okay, ich nehme das mal an. Mal gucken, ob du es annehmen kannst. Hab's offen. Und schönes Wochenende, Viktor. Und das schon am Mittwoch. Okay. Geil. Ah, die Winde von Samas, hm? Gehen wir mal rein. Ah, jetzt habe ich die auch angenommen und bin drin, ja. Ja, okay. Dann. Und GZ zu, ich weiß nicht, was es ist, Viktor, was immer du gemacht hast. Ja, er hat bei mir geschrieben Demigod, ich weiß nicht mal, was das ist, aber GZ. Das ist bestimmt was Cooles. Hm. Oh. Okay. Ich hab jetzt irgendwo einen Zauberstab. Ja, ich habe auch so einen Zauber. Oh. Was macht der? Ach, der schießt dann wahrscheinlich so ein bisschen. Okay. Ah, Tatsache. Okay. Also ich bleib hinten, ja, und du... Wow. So ein bisschen denken. Kannst du mit Bogen schießen und mit Zauberstab. Ja. Ja, das ist natürlich... Okay. Hello, Lady Galatea. How are you today? Also ich hab zumindest die Hälfte meiner Waffen sind Range und die andere für Melee. Ja, erste Kiste. Get on with it. Apologies. Kommt man da drüber? Ja, so kommt man mit hucken. Ah. Oui. Oh, heiße Route habe ich bekommen. Wow. Hey. Heiße Route? Was hast du denn gemacht? Ja, hier wieder nicht. Achso. Ja, muss ich auch mal machen. Ich glaube, ich habe aber nicht getroffen. Aber der war vereist. Hast du so einen Eisstab? Sah gut aus. Die sind immer vereist, wenn die sterben, glaube ich. Okay. Haben die so einen Kristalleffekt oder was das ist, ne? Ja, irgendwie. Warte mal, kann ich dich heilen? Also, du bist schon. Guck mal, ich kann irgendwie mit dem Stab, wenn ich den so charge, dann. Du heilst dich, ja. Das ist die Frage, ob ich dich dann auch heilen könnte. Ja, gut, müssen wir mal schauen. Müssen wir gerade mal ausprobieren. Weil dann wäre es ja cool irgendwie. Wobei ich, hast du das in der Beschreibung gesehen? Kommt man jetzt eigentlich in das Menü? Warte mal. Ja, aber man kann nicht tauschen. Okay, man kann nicht im Spiel tauschen. Ich habe einen Stab, der macht Kampfroute, steht bei mir dran. Was macht deiner? Und Spektralangriff, Energiekugel. Bei mir steht einfach nur Route. Verzaubertes Feld, Spektralangriff. Okay. Na gut. Weiß ich nicht, ob man dann auch heilen kann. Müssen wir mal rausfinden. Ja, wenn du, also ich habe den ja auf dem Waffenslot. Wenn ich den, also bei mir ist das Viereck, wenn ich den gedrückt halte, dann charge er den. Ah, okay. Halt er irgendwie. Ja, ich habe ihn jetzt auf L2 bei mir gelegt. Ich habe halt das ganz normale Schwert halt zum Aufbauen für die Angriffe halt, das da drauf gemacht. Hm. Ja, da war ein Fass. Lol. Oh. Da schmeißt Fässer.
Ja, wobei der Stab bei mir auf L2 fliegt super schnell daneben. Ich glaube, den werde ich nicht nehmen. Auch wenn du den mit Target hast? Ja, der schießt trotzdem daneben irgendwie. Ah, okay. Weil du hast ja quasi so einen Softlock, dass du nicht die ganze Zeit L1 gedrückt halten musst. Mhm. Also wenn du ein, zweimal so einen Gegner anhittest, hast du ja trotzdem irgendwie ein Target auf den. Ja, also. Oh. Ja gut, so trifft schon, aber die nicht so. Aber ein bisschen was auf, ne? Hey! Okay. Wir rollen da rum hier. Aua, da ist noch irgendwo. Wo kommt denn der Fassschmeißer her? In dem Nahkampfpfeffer. Die rollen hier irgendwie rum, keine Ahnung. Aua. Jetzt fallen down. So viel zum Thema Focus Fire. Hat gut funktioniert. Kriegst du auch ja, Heilung ab? Ich glaub nicht. Also du siehst bei dir auf deiner Figur in grün nicht irgendwie nee. Plus 25 nee, oder sowas? Ich würde ja nochmal näher kommen. Warte, nochmal. So, nee, ich sehe es halt nur, bei dir habe ich es gesehen, bei mir halt nichts, ne. Nicht so cool. Ego-Healer. Aber gut, vielleicht gibt es ja Fähigkeiten oder irgendwelche Stäbe, die dann Gruppenhealed sind oder so. Ah ja. Okay. Steinrang. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man bekommen kann. Ja, habe ich auch. Ein Stein. Gut, du musst aber ein bisschen rumprobieren. Ja gut, wir haben Hits bekommen und ist halt der klassische No-Hit-Run, was du wahrscheinlich machen musst. Hallo? I guess, ja. Ja gut, halt Platinum ist halt wieder sehr Combo-basiert und so, ne? Das stimmt. Ist hinter mir? Ah ja. Ja. Das sieht nämlich schon wieder nach Boss Arena aus. Oh. Ich geh diesen mal ein bisschen Nahkampf. Oh. Das ist schon stark. Und tschüss. Oh. Alter Schwede, ey. Dann ist ein Steinwerfer. Okay. Ah ja. Dann die Frage, ob Kapitel 4 immer das letzte ist oder nicht. Oh, diesmal Platin bekommen können. Ja. Diesmal ein bisschen besser. Ja, ich glaube, das letzte ist immer, wo du diesen komischen Turm bis jetzt gerufen hast, ne? Also diese Plattform da angetouched hast. Genau. Okay, was passiert hier? Wir werden hier weggedrückt. Oh. Hui. Okay. Ja, so ein bisschen Rückenwind, ne? Also. Ja, warum nicht? Warte, stopp, hier geht's auch noch da. Ist hier noch was drin? Kiste oder so? Wahrscheinlich. Ne. Oder hinten war der optionale Weg? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal fix. du hast doch diesen Questmarker oben beim Komp. Ah. Ne, hier ist. Was ist das denn? Oh. Ah, hier gibt's eine Loot. Okay. Hier gibt es so ein Boxen. Direkt ja, mal ein Boxing. Pack Opening. Ja. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. I've got a bad feeling about this. Ja, ich auch. Auf den dicker Boss. Oh. Oh ja. Das ist aber der Tutorial, oder? Nee, ein bisschen anders. Das ist wie so ein Ninja Turtle mit Helm oder so. Oh, der ist auch ein bisschen was aus. Oh. Und Spawn Ads. Ja. Oh, oh.
ich mal ganz kurz einmal den Bogen nochmal testen. Der Bogen macht halt schon echt gut Schaden, ne? Ja, ich glaube, ich werde auch gleich mal einen in die Hand nehmen, also nicht nur... Oh Gott. Die Musik ist echt cool. Ja, das stimmt. Jetzt neu. Alter, sie plöppt die jetzt aber. Aua, oh Gott, der hat mich weggecallt. Oh, was ist das für ein grüner Balken? Er ist entzürend. Das heißt, er ist wohl im Rage-Modus. Wenn er Damage bekommt, dann geht das irgendwie weg, aber. Der bewegt sich gerade zu viel. Ah, jetzt ist es weg. Ah, das ist die Kugel, okay. Nimmt die Dinge in die Hand? Ja, guter Bogen halt, ne? Alter, ganz schön aber da aus, ne? Ja, schon. Aua. Jetzt. Aber einen Heiltrank genommen. Oh, ich glaube, der ist wieder Rage. Ja. Erstmal die Jets oder so, ne? Ach, ich kann dich auch anvisieren. Wie hab ich das denn gemacht? Vielleicht mit dem Heiltrank. Doch ein. Au. Ich kann irgendwie anvisieren. Okay, er ist down. Ach, jetzt so ein Schild oben. Ich probier das mal. Ah, wenn ich den Boss anvisiere und den rechten Stick drücke, dann ist mein Marker auf die, Heil mich! Sagen, wir gucken viel dann auf den Boss, oder? Ja, kommen wir die ganze Zeit irgendwie jetzt halt. Ja. Aber ja, jetzt kann ich nicht, lol. Okay, also das heißt tatsächlich, Range-Waffen ist gar nicht mal schlecht dabei zu haben, weil in dem Moment könnte ich jetzt zum Beispiel ja sonst gar keinen Schaden machen. Was ist denn für Knüppelklaus? Na endlich! Uffi! Eieieiei. Und Lüt! Hier war noch eine Kiste. Schnell hier die Kiste aufmachen. Was, ne? Ja, genau. Gutes Auge. Weil du hast letztendlich ja nur irgendwie 9 Sekunden, um dann hier auch irgendwas zu looten. Hm, ich glaube, das war alles. Ja. Eieiei. Und also, sag ich grüß, moin! Ah. Oh. Was haben wir geschafft an Rang? Na, Silber aus, oder? Also ja, man muss sich die hier bewerten. Ja, irgendwie, ne? Okay. So, erstmal gucken, wann man hier an Belohnung jetzt bekommt. Ja. Schwerter, Hosen, allem Krempel. Oh. Was sind das denn? Ja. 2 Bögen. Agavischer Buckler. Das heißt, wir haben jetzt ein Schild bekommen. Also ich zumindest, eine Menge Schilde. Ja. Buckler. Nee, leider nur 1. Muss ich mal testen, was die halt machen. Oh, das ist aber eine schöne blaue Brust hier. Ja, müssen wir mal schauen. Werde ich mal den Stab rausnehmen. Den fand ich jetzt ein bisschen meh. Also ich fand den in Combo mit dem Bogen. Also, du kannst ja den Stab auch aufladen, ne? Und dann den Bogen schießen und dann habe ich mal
gleichzeitig die Schüsse rausgelassen. Hm. Das war schon. Oh, Sequenz, super. It's on the house. Gib nur Essen. Not trying to do you any favors. I'm just trying to get this thing off my back. Oh ja. What I mean is, you give us all a little hope. There's not much of that going around. Larkus, your marks. They're spreading, aren't they? Pay him no mind, man. They only hurt half as bad as they look. Still, we better get you cured soon. Don't worry yourself too much. Toughness is in my blood. My dad was a knight, you know. Mm. That's so. And where's your knight dad gone off to now? He went up the ziggurat with the others. About 3 years back. Yep. He never came back now. I'm sorry, boy. Should've kept my trap shut. Oh, no, no. I mean, that's why I want to do whatever I can to help you fight them. Truth be told, I even asked Isham to fit me for my own Gideon coffin once. Are you out your damn mind, boy? Yeah, that's what he said too. Most Domitinians just aren't meant for it. Many die just trying to put it on. Of course, I'm too sick to put up much of a fight now. Coffin or no. But I won't give up that easily. Once the blue sun is gone and I'm well again, I will be a sentinel. Think of how proud my dad will be. I'm sure he's very proud already. I suppose we'd better make room for a new addition in our ranks before long. Keep dinner warm for us. So, Items gucken. Stab fühle ich nicht, da hole ich mal ein Schild rein. Ah, du hast die Sequenz schon durch? Mhm. Bei mir quatscht er irgendwie noch. Okay. Macht weniger Schaden. Machen wir noch einen? Wir können noch eins machen, ja klar. Wir werden mal jetzt gucken, was das Schild macht. Oder auf welchem Slot man das Schild halt machen sollte. Weil das sieht, weiß ich ja nicht, ob man wirklich blocken kann. Hm. Also ich gehe mal komplett auf Fernkampf diesmal. der Archer. Okay. Wobei, komplett auf Fernkampf wird, glaube ich, schwer. Gucken wir mal, was da eine Rüstung gab. Aber ich glaube, da gab es nicht so viel. Ach doch. Handschuhe habe ich noch nicht. So, sehr schon wieder hier sehr bunt gemischt aus. Gibt es eigentlich sowas wie einen Skillbaum oder so? Hab ich noch nicht gesehen. Okay, also du auch noch nicht. Guck mal. Aber du hast ja, wenn du deine Ausrüstung öffnest, dann hast du ja für deinen Gideon-Sarg irgendwelche Booster und sowas. Vielleicht kommt da noch was. Ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Interessant. Interessant ist, dass mein Spektralangriff Phantomschnitt, das halt weniger Schaden macht als das da. Und sogar als das da.
Aber der Rest ist halt niedriger. Ja, ich nehme das einfach mal. Gut, ich gehe mal ganz kurz nochmal Pipi machen. Und dann kann ich hier zu dem Questboard gehen, wenn ich wieder eins finde. Da. Ja. Und dann, aber mach ich gleich. Eine Minute kurz AFK. Dann bis gleich. Oh, die sehen ja cool aus. So. Und Turboman sei auch gegrüßt. Moin. Soll ich aufmachen? Ich muss die Quest hosten, weil bei mir. Ich guck mal. Der nimmt den Progress nicht. Warum auch immer. So, meine Quest. Turm von Babylon. Bürgerlicher Kreuz, Dingsbums. Jo. Jetzt Stufe 5. Ah, hier ist eine Schatztruhe. Posteingang. Ich hab den Posteingang gefunden. Okay, wo ist der? Oh, Dann nehme ich noch nicht an. Sekunde, wo ist der? Sag ich dir sofort. Oh, deswegen sehen die alle so krass aus. Also, siehst du, hast du einen Marker? Wo? Ah ja, hier oben, guck mal, bei dir. Ich muss hier hochkommen, also hinter dir. Da? Ja, ja, jetzt links, genau. Ja. Hä? Ja. Ach so, da, ja, jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich, okay. Ja, hier, man sieht dich so nicht auf dem... Hier ist eine dicke Kiste. Und da hast du Loot. Ah. Und da gibt es wohl, weil wir die Collector's Edition haben. Okay. Ein kosmetisches Set, das ist wohl rein optisch anscheinend. Okay, ich nehme erstmal hier alles an. Ja. Sehen wir vielleicht jetzt auch mal so cool aus. Ich hätte vielleicht auch alles annehmen können. Geht schneller, warte mal. Ich drück mal den Viereck-Knopf. Wer klingelt denn um die Uhrzeit? Oh, ich bin mal... Ich Tür aufmachen. Keine Ahnung. Pizza für Jonas Wagner. Also das war da nix. Mal gucken, was es hier so war. Okay. Info verändern, Verzauberungsliste. Okay, aber das war jetzt nichts, was ich jetzt hier gerade sehe. Außer man kann es vielleicht transmoggen. Wo ich aber auch noch nicht weiß, wie es funktioniert. Ja, die wird gleich wieder scharf. Die wird gleich wieder scharf eigentlich. Oder sollte sie zumindest irgendwann. Vielleicht auch nicht. Hat keinen Bock. Aber danke für den Hinweis. So. Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das dann benutze. Keine Ahnung, wo die Gegenstände jetzt sind. Weil die sind halt nicht im normalen Inventar. Kann sein, dass das jetzt halt so Transmog-Geschichten sind. Muss mal ganz kurz lesen, was da stand. Ich habe es gerade ja, wie gesagt, nur angenommen.
Kosmetischer Gegenstand, der ausgerüstet werden kann, um das Aussehen deines Wächters zu verändern. Das sind alles halt Kosmetiks. Ach ja. Hast du schon rausgefunden, wie man das kosmetische Zeugs anzieht? Nee. Das versuche ich gerade, aber ich weiß nicht, wo ich das im Ausrüstungsmenü finde. Weil da gibt's so ein Verzauberungs... Aber das ist was anderes anscheinend. Ah, vielleicht R3? R3 Kleidung? Ah, Waffenfarbe. Ah, ja. Okay. R3. Joa. Schon fancy. Ja, also. Aber ich sehe gleich aus wie so ein Schamane oder so. Ja, schon so ein bisschen. Okay, also das ist halt so ein Transmog-Ding hier ein Ding. Wobei jetzt immer fast gleich aus. Toll, wir beide mögen halt eher so sexy bauchfrei. Ja. Nee, also gut, du beinfrei, ich hab bauchfrei. Das kann ich auch noch machen, warte. Muss war das, ne? Ja, hab ich. So, weg. Dann gehe ich hier zum nächsten Quest-Mob-Ding. Und dann machen wir noch eine. Ja. Meine Quest, Turm von Babylon, bürgerlicher Kreuz-Dingsbums. Und Stufe 5. Nehme ich an. Ich sage ihn genommen. Ja, cool. Dann, Sturm von Marduk. Hör doch mal rein. Ja, und tatsächlich, was sie ja gesagt haben, dass sie das halt mit Content, also kostenlos halt immer erweitern wollen. Also das heißt jetzt, Die eine Kampagne ist nicht die einzige Kampagne, quasi den Turm halt zu erklimmen. Da kommen dann halt noch immer weitere dazu. Wahrscheinlich dann auch eben Battle Passes noch wieder weitere. Neue Klassen sollen halt noch dazukommen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal den Unterschied merkst du. Ja, wo machst du was anderes? Also was macht jetzt die Klasse aus? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal einschätzen. Bei mir hieß es, dass meiner stürmisch ist, aber ich weiß nicht, ob ich dadurch... Ja, und ich halt irgendwas mit Gift, aber ich habe bis jetzt Gift noch nicht gesehen. Sein, ne? Vielleicht kommt das dann durch den Sarg, wenn man den irgendwann freischaltet, dass man da dann skillen das kann. Da sind wir halt noch nicht. Ja. Genau. Genau, ansonsten PlayStation 4, PlayStation 5 und PC kommt morgen raus, beziehungsweise jetzt für euch in 2 Stunden am 3.3. Und es gibt ja noch eine Demo für PlayStation 4 und 5, ne? Genau, wer sich halt nicht sicher ist, die Demo ist halt draußen und der Progress wird übernommen. Ist komplett das erste Kapitel halt und was ihr da erspielt, kann dann, wenn ihr euch entscheidet, halt übernommen werden. Mit Ausrufezeichen Babylon. Im Chat habe ich einen Command gemacht. Kommt ihr zu der Infoseite, könnt euch ein paar Infos noch zum Spiel snacken. Gerne mal draufklicken und auschecken, ob das Spiel dann eben was für euch ist oder halt eben auch dann nicht. Boah, einfach mal die Demo zocken und dann... Ja eben, das ist ja der einfachste Weg. Boah, den Hammer zu chargen ist aber ganz schön teuer, ne? Achso, ich wollte ja gucken, was das Schild macht. Oh, ihr habt ein Schild. Surprise! Ja gut, ich probiere das mal hier. Bogen und... Doppelbogen? Ah, ich hab Doppelbogen. So. Und Marcel sei gegrüßt, moin. Und Freddy sei auch gegrüßt, moin. Ganz schön stürmisch hier. Ja, also gut Wind. Oh. Alter, der Grafikstil ist irgendwie wild, gerade jetzt so im Sturm mit dem Aquarell. Ich habe gerade schon am Anfang gesagt, das erinnert mich so ein bisschen vom Stil an Valheim. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Ja, klar. Mal gucken, ob mein Schild jetzt irgendwie Schaden macht.
Aber der Bogen, der ist echt übel. Aber das Schild ist dann wirklich wahrscheinlich erst defensiv. Weiß ich nicht, ob ich das im Moment will. Und tatsächlich, was ich auch später noch gesehen habe aus den Videos, es sollen ja auch noch so klassische Nier Automata Bullet Hell Bosse kommen, wo du halt dann drüber springen musst, blocken musst und so weiter und so fort. Da wirst du dann wahrscheinlich eher so weit mit dem Schild halt brauchen. Aber das fand ich richtig, richtig cool bei dem Spiel. Da würde das Sinn machen, wenn sie blocken. Ja, eben. Im Moment brauche ich halt noch kein Schild. Du hast mit Loot rausgeprügelt. Ja, wie schon. Oh, rein Platin. Genau. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Ja, wahrscheinlich. Geil. Oh, das ist kaputt. Ich muss sagen, was vibriert hier? Ja, der Turm fällt gerade. Oh, ich war's nicht. Nee, ich hab's kaputt gemacht. Vielleicht doch, aber... Ah, okay. Gegner? Nee, oh Gott, hier fallen Dinger auf dem Boden. Ah, aber auf dem Bogen hast du einen Marker, wenn irgendwas kommt. Hat man einen Sprung? Ah. Au. Fast in das Ding reingelaufen. Also da sind noch zwei kleine Klötzchen. Ah, ja, blocken aber ganz gut, ne? Oh, der hat ein Schild, ne? Ja, Schild ist schon nervig, wie immer. Wie fliege ich gerade? Alter. Ja. Ist halt die Frage, ob man das wecken kann oder so? Einfach dahinter, ne? Ja gut, zu zweit ist es ja glaube ich ein bisschen einfacher. Der eine hat Aggro, der andere kann ihn drauf glauben. Cool. Oh, da kommt noch mehr. Auch down. Ah, da kommt noch mehr. Noch mehr. Oh, da ist ein Grüner dabei. Also irgendwie mit einem grünen Symbol. Keine Ahnung, was der jetzt bedeutet. Da ist der Enrage wieder. Okay. Das war Kapitel 2. Das war schwer diesmal. Also schwerer. Ja, ich glaube, die Demo ist nicht auf dem PC verfügbar. Das stimmt. Da ist er recht, Power Ranger. Power Ranger, Entschuldigung. Ich weiß nur PlayStation 4 und 5, ja. Genau. Ja, schön. Ganz schönes Effektgewitter hier. Aua. Oh, das macht aber ganz schön viel Schaden. Sieht aber wirklich cool aus. Ja, es hat was. Es hat was. Oh, Kapitel 3, okay. Kriegen die Gegner, wenn man die eigentlich da rein... Wäsche ich denn hier eigentlich gerade? Ja, da. Machen wir erstmal den Schießer da, nicht dass er von hinten die ganze Zeit drauf knallt. Gute Idee. Ist er down?
Hammer kreisen, also sind auch perfekt. Also, jede Waffe hat wohl ein Achievement irgendwie, oder mehrere so. Aber dann nur, wenn er die auf die, Viereck-Dreieck-Taste legt, oder? Ja. Okay, dann müsste ich die mal drauf machen, weil ich habe die bis jetzt nur das Schwert da gehabt. Ich finde, damit baue ich halt sehr... Den Hammer habe ich auf L2. Okay. Ich habe den Mob irgendwie in die Luft geschlagen und dann, ja, hab ich das bekommen, keine Ahnung. Wie ich das gemacht habe, weiß ich leider nicht. Block mal was. Sind wieder diese... Ja, ja. Finger weg. Hab ein Block-Dings, das ich mitbekommen. Geil. Ja, warte mal, hier ist so ein Ding. Aber... Ja, eins geworfen. Achso, wenn ich zu lange warte, dann... Aua, macht Schaden. Aua, was ist das? Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie gestunt. Uffi. Okay, wird schwieriger. War nicht so gut. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Ja, ich glaube, oder? Du nimmst mal bitte. Naja, alles wegmachen. Eng hier. Schon, ne? Ah, hier ist ein Kristall. Oh, das ist gut. Na. Ja, kann man. Ist halt Platinum. Kannst auch in der Luft dashen und und kloppen. Wind, Wind, ja, ja, hab ich. Kapitel 4. Oh. Blick. Weggehämmert. Ja, das Gemeine ist, du bist halt tatsächlich da sehr stationär, wenn er chargt mit dem Hammer. Ja, Reichweite ist halt nicht so gut. Aber Heal-Pot. Ja, da ist noch ein Kristall, der im Boden steckt. Ja. Oh. Ich glaube, das ist ein Boss. Ja. Machen wir erstmal jetzt. Weiß ich natürlich nicht, ob die ganze Zeit wieder spawnen. Wobei ich frage mich, ob die Etsy. Ja, das würde ich auch fast sagen. Guck mal, so ein Kristall. Habe ich. Ich schleudere halt auf den Boss. Nur mal hier den Boss anvisieren. Da. Ah, oh, daneben. Geile Scheiße. Oh, oh. Au, au. Ja, gut, ich habe keinen Mana mehr. Gegner trifft.
Und Mathis, dankeschön für den Host Raid. Eine Lebens. Boss ist down. Yo, nice. Habt ihr noch eine Kiste? Ja, guck mal rum. Sieht aber nicht so aus, ne? Na dann. Vor allen Dingen wird es wahrscheinlich nach oben immer wilder werden. Ja, ja. Also ich denke, das war zu zweit jetzt schon happig. Also ich glaube, es bietet sich ja auch an, dass man wahrscheinlich immer zu viert rumrennt. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Genau. Klar, du kannst es wahrscheinlich wie Monster Hunter auch sagen, du willst es halt solo machen, aber dann wird es halt schwierig. Ne? Dann wirst du wahrscheinlich, ich habe jetzt zwei Halbpötte schon gebraucht, dann wirst du wahrscheinlich entweder gut spielen müssen. Oh, ja, Punkt. Da bin ich schon raus. Ja, aber gut, das ganze Spiel ist ja mehr auf Koop ausgelegt, ne? Ja, klar. Wie gesagt, insgesamt vier Spieler. Ja. Also eigentlich wie Monster, da ist auch vier, ne? Ja. Und nochmal Loot. Ich meine, theoretisch kannst du ja auch einfach Ingame-Leute kennenlernen, das geht ja auch. Klar, es hat Matchmaking. Die erste Quest wurde ich direkt halt reingesaugt. Ich habe die angenommen, es ist einer bei mir reingejoint und genau. Blub, dann war ich plötzlich in der Mission. Das wollte ich gar nicht. Aber ja. Ja, das ist mir vorhin auch passiert, aber da konnte ich noch R1 drücken fürs Abbrechen so. Oh Mann. Nochmal Cutscene. Na. Ah. Geh schnell rein. Hey Sylvie, you've been using your Dynamis, right? Naturally. Why, haven't you? Just wondering if you heard the same wild shit I heard from one of the old-timers. Use them too much, and they harden and twist into... something they call... Energeia. Energeia? Those threads come out, hard as knives, and run you right through. The coffin ticks over your mind, he said. You shift into something called an Ixion. In the end, the coffin takes what little freedom we have left. Do you think that's what happened to Isham? He said we may not have much time before the coffins get us from the inside. Lucky us. We get to carry the damn things right on our backs. Here you are, Sentinels, lend an ear. Oh, Master Isham! Sophia's been captured by a Gallo Lord they call Talos, from the sound of it. I need you to find them at once and bring her back. Genau, ist ein bisschen französisch, ne, Zoom? Die Musik. She's never given me one reason to give a damn about her. Suit yourself, Gallagher. I'm sure the others will somehow manage without you. But imagine when Sophia comes back and hears you refused orders and left her to the Gallo. Dare I say, she might be a bit offended. You know, I really hope Lady Sophia's all right. Ah.
The hell? Are we talking about the same Sophia here? Why you want to help her? Blight take you all. Fine. I'm in. Hang on. I'm getting something new. Talos has her holed up in the old Senate Assembly Hall. It could be an ambush. Better make sure you're ready. Oh, yeah. So, fix erstmal Inventory halt durchgucken. Ja. Also Schild sehe ich im Moment nicht wirklich. Ich habe noch eine Route, ein verzaubertes Feld. RP ohne. Ah, jetzt habe ich das, was du bekommen hast. Das würde ich tatsächlich dann sogar mitnehmen, so mit LP-Erholung und so. Das, ach so, ja, das ist echt praktisch. Ja, Schild brauche ich halt im Moment nicht. Das ist halt. Das bringt ja nicht so viel im Moment. Hm. Wie lange wolltest du denn machen, Seri? Frage ich mal so rum, weil du, ich gehe mal davon aus, ist ja schon eher nicht mehr deine Zeit. Du willst bestimmt ja irgendwann ins Bettchen, gar ne? Nicht, aber ich werde gleich noch einmal kurz. Ich habe da was bei Elden Ring entdeckt und mir juckt's. Wow. Mit den Fingern zu wissen. Wow. Also ich kann da nicht bis morgen warten, das muss ich mir noch. Wow. Das, also ich würde dir. Ich, du bist noch nicht so weit wie ich, deswegen sage ich nichts, aber. Nee, no spoiler, Reno. Wenn du Quests hast, mach sie, das lohnt sich. Mehr sage ich nicht. Ja gut, ist halt immer die Frage, ob man halt die auch dann findet, ne? Ist ja auch alles super kryptisch. Ich glaube, die kannst du nicht übersehen und die ist sehr lang und echt cool, also mehr sag ich nicht. Okay. Mehr sag ich nicht. So. Ja gut, also willst du auch erstmal Schluss machen quasi? Ja. Judy, dann verbeuge ich mich hier mal. Warte mal, gibt's hier einen Verbeugen-Emote? Grüßen. Ja, das unten rechts. Da, genau. Ja, wie gesagt, Spiel kommt offiziell in knapp 90 Minuten für euch halt raus. Ich mach nochmal die Kamera an. Wie gesagt, für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. Das Demo, was ihr auf der PlayStation spielen könnt, Progress könnt ihr übernehmen, ist kostenlos, könnt ihr halt runterladen. Infos gibt's unter Ausrufezeichen Babylon. Ja, das Ganze halt heute zur Verfügung gestellt von Square Enix. Entwickelt wurde von Platinum Games, ne? Den Machern von Nier Automata, beziehungsweise Bayonetta und noch viele andere Klopp-Spiele. Ich fand es ehrlich gesagt ganz cool, muss ich sagen. Also es erinnert halt sehr an Monster Hunter, so von der ganzen Aufmachung. Und klar, wie gesagt, wir haben jetzt die ersten zwei Stunden gesehen, was jetzt im weiteren Verlauf halt kommt. Ich gehe mal davon aus, es wird halt immer schwieriger, größere Gegner. Wahrscheinlich vermute ich dann auch mal irgendwie in Richtung Skilltree, wenn wir den Sarg hier freigeschaltet haben. Das haben wir jetzt in der Kürze der Zeit heute natürlich nicht geschafft. Vier Spieler, Gruppensuche genau wie Monster Hunter, würde ich fast sagen. Wie hat der erste Eindruck? Und viele hatten ja gesagt, die Grafik, ich weiß nicht, ob die im Stream halt rüberkommt. Es hat seinen Charme, weil es halt tatsächlich so ein Ölgemälde-Aquarell-Look hat. Ich glaube, das kommt im Stream halt nicht so wirklich rüber. Aber so schlecht, ich finde es nicht schlecht. Also ich mag den Stil. Also muss man natürlich ein Fable für haben. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich fand's nice. Wie gesagt, ich werde sicherlich da auch nochmal dann reinschauen nach den ganzen anderen Spielen. Nur im Moment weiß ich nicht, weil ne, ich habe noch so viel halt offen, was ich halt noch zu Ende spielen will. Und jetzt halt ein weiteres aufmachen. Also von daher, aber wie gesagt, ich find's nice. Ist halt die Frage, wie viele Leute dann irgendwann mitzocken wollen, weil ich würde es dann gerne community-mäßig spielen. Weil solche Spiele. Das ist der Kick an, ne? Genau, also, genau. Man sollte das schon mindestens zu zweit spielen, am besten zu viert. Ne? Das ist halt eben, das, was das dann halt eben ausmacht. Genau wie Monster Hunter, weil ich dann ja auch sehr viel halt Koop halt gespielt habe. Lobby aufmachen für den Stream, alle kommen rein mit der ID. Das scheint ja hier genauso zu sein. Und dann kannst du halt eben rumwummeln, die Leute können miteinander Quests machen, Farmrunden oder dementsprechend dann halt Progress. So, ich mach mal das lokale Recording aus.